Das machen wir ganz spontan. Schönen guten Abend, ich bin der Teto. Kommentiere gleich mit rein zusammen das Spiel heute zwischen Koval und Densen. Die letzten Paarungen der Gruppenphase quasi. Ich bin schon mal hochgeschickt worden. Die Illusion, dass es losgeht, aufrechtzuerhalten. Dementsprechend schieben wir uns schon mal ein bisschen an. Und kann sagen, es dauert noch ungefähr 1,5 Minütchen. So viel Zeit bleibt also, um nochmal ganz kurz Nervendolch vorzustellen. Der trackt heute noch parallel. Und dann können wir auch mal ganz kurz nochmal in die Gruppenphase reingucken. Beziehungsweise hier zum letzten Spiel der Gruppenphase. Und zwar Gruppe D. Das war die Gruppe von Tignaldo gegen Koval und Cookie for a Day gegen Densen in der ersten Runde. Und jetzt in Woche 3 beide Spieler, sowohl Koval als Densen, mit einem Sieg und einer Niederlage. Beide haben gegen Tignaldo verloren. Beide haben gegen Cookie for a Day gewonnen und spielen jetzt hier Platz 2 der Gruppe D aus. Wir haben hier ein Best of Three, das heißt, wer zuerst zwei Siege hat, der kommt weiter in die zweite Gruppenphase, die Top 48 des Turniers. Densen führt zurzeit 1 zu 0. Seed 2 ist gleich ein Open Seed, ganz normale Open World. 7-7 Defeat Ganon, nichts Besonderes. Rahlen ist gerade im Hintergrund noch dran, die Knöpfchen zu drücken, dass wir gleich auch Bilder sehen. Denn, wie wir es gerade mitbekommen, ist Densen jetzt live und kurz danach haben wir auch direkt gestartet. Ja, weil es gerade schon kommt, danke fürs Kommentieren und Tracken. An der Stelle danke für die ganzen Kommentatoren und Tracker der letzten 3 Wochen. Es war eine Menge Spiele, ich glaube über 120 haben wir gepostet, die insgesamt stattgefunden haben irgendwo. Das ist alles hier ehrenamtlich. Wir nutzen die Software von Speed Gaming, um die Spiele irgendwie ins Internet zu stellen. Aber darüber hinaus haben wir im Hintergrund sehr viele Leute, die im Turnier mitorganisieren. Wir haben sehr viele Leute, die für die Restreams da sind, um die ganzen Bilder einzufangen. Und darüber hinaus haben wir sehr viele verschiedene Kommentatoren, Tracker, die dafür ihre Freizeit opfern, um hier mit ihrem Equipment den Restream auch fähig zu gestalten. Also hier ist nichts professionell im Hintergrund. Wir sitzen hier quasi mit unserem Headset vor in unserer Freizeit und gucken uns die Spielchen an. Und wie gerade versprochen, wir starten jetzt gleich relativ schnell hinein. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass wir dabei gewesen wären. Also, Spiel 2, Do or Die for Koval und für Densen die Chance, hier das Ticket für die nächste Runde zu ziehen. Wir sehen den Open Start bei Densen in Linkshaus mit dem Hammer in der ersten Kiste. Und wenn Densen gleich mal kurz stehen bleibt, liegt es daran, dass wir das so synchronisieren, dass wir beide Spieler gleichzeitig sehen. Nehmen das Schild hier mit, um gleich einen Tree-Pull zu sehen. Koval entscheidet sich ebenfalls für die gleiche Route. Ja, an der Stelle kann man so ein bisschen vormerken, manche Spieler scouten ganz gerne ihre Gegner, gucken an, gegen wen spiele ich, wie läuft er denn. Ich weiß nicht, ob Koval hier mitbekommen hat, Densen startet sehr gerne so, möchte das ganz gerne mimiken, einfach nur, um keinen Vor- oder Nachteil zu haben. Mit dem Hammer erwarte ich, denke ich mal, dass gleich beide ins Schloss reingehen. Wir sehen auf beiden Seiten diesen Tree-Pull, einen Gegner besiegen, am Bäumchen ziehen für ein paar Items. Mit dem Hammer sollte man aber auf jeden Fall jetzt ins Schloss reingehen, denn man mag diesen Weg nicht zweimal laufen. Ein Buch vom Onkel. Könnte man gleich einen sehr frühen Pedestal-Check, wenn man denn darauf motiviert ist, schon mal eingehen. Ja, Densen geht auf jeden Fall raus. Das scheint also in Richtung Schloss zu gehen. Koval entscheidet sich dagegen. Das ist immer so der Punkt, wo man sagen kann, ja, das Schloss jetzt nicht zu besuchen, man geht nie wieder hin. Es sei denn, es wäre ein Agassiz vielleicht, dann ist die Option hoch und Koval scheint auch jetzt Richtung Süden nach Kakariko zu laufen. Auch etwas ungewohnt, sieht man gar nicht so oft. Und ich weiß nicht, ob Rahlen schon jetzt ready ist, ob er gerade noch nebenbei noch frühstückt. Eins von beiden, aber er wird sich gleich auch noch melden. Man darf Vielleicht also. sogar alles drei. Ja, wir wissen es nicht so genau. Grüß dich, Rahlen. Wir werden also auf jeden Fall noch ein, zwei mehr Stimmen hier gleichzeitig hören. Koval glücklich. Wir haben ja in den Büschen, wo er gerade durchgelaufen ist, zwei Büsche, die eine 50% Chance haben, eine Bombe zu droppen. Er hat 2 aus 2 gezogen. Das hätte ich auch gerne das Glück. Und dementsprechend fühlt er sich jetzt gut genug, um nach Kakariko zu laufen. Braucht also gerade auch nicht mehr weiter zu farmen. Ihm reichen die 2 Bomben. Ja, 2 Bomben sieht man dann natürlich immer sehr gern. Hat man eigentlich eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass man die letzte noch nötige Bombe findet. Man kann auch zur Not unten links dann in Kakariko das eine Haus aufsprengen, wo dann nochmal 4 Bomben direkt zu holen sind, wenn man kein Geld hat, welche zu kaufen. Aber ja, das ist im Prinzip eigentlich die sehr angenehme Situation.
Ja, im Schloss haben wir gerade schon mal einen Herzcontainer gefunden, ansonsten schon mal die Karte. Das heißt, der Smolky verbleibt, der kann aber hier nicht mehr liegen, der wird also in der Mitte liegen oder hinten. Dementsprechend ein Item noch für Densen. Ja, und mit der Startwaffe bietet es sich eben an. Wir werden sehen, was Kova in Kakariko findet. Da wird Densen aber auch gleich sehr wahrscheinlich hingehen. Ja. Wird vielleicht noch ein bisschen drauf ankommen, eben auf genau das eine Item, das hier unten vielleicht im Castle liegt, denn das könnte auch noch Unterschiede hervorrufen, aber in der Regel geht man relativ gut nach Karriere. Oh, und das Geld. 300 Rubine nimmt man mit. Ich wollte an der Stelle auch gerade sagen, also mit dem Hammer allein den Darkroom zu besuchen, das kann man von hinten noch spielen. Die Idee, die wir jetzt hätten, ist, wir haben noch einen Smolky verbleibend. Der muss, wie gesagt, hinten liegen oder in der Kathedrale, guten Morgen. Aber damit wissen wir, alle anderen Checks haben Items und man kann den Darkroom nachher auch von hinten spielen. Die Frage ist, wann, wie, wo und traut man sich zu? Bei Kovalz sind wir gerade, du hast angesprochen, eine Bombe. Er hat sich ja gerade nochmal drei Bomben rausgeschnappt aus dem kleinen Bütchen. Und Densen mit dem Geld läuft jetzt über den Wald Richtung Kakariko. Ja, mit dem Geld hätte Densen jetzt auch andere Optionen gehabt. Wir haben den kurzen Map-Check gesehen mit Pendant Desert und zwei Crystals. Man hätte Bomben kaufen können an Lake Hylia und dann entweder zur South Shore gehen oder vielleicht nach Eastern bei Saasrala erstmal die drei Items abgehen. Aber man kann natürlich auch relativ klassisch einfach dann mit dem Geld eben nach Kakariko gehen. Braucht sich keine Sorgen um den Bottlewender machen und kann sich zur Not auch dort Bomben kaufen. Ja, quasi die Route, die Kova gelaufen ist, die könnte man auch super mit dem Geld gehen und dann dort die Bomben schnappen. Und wir sehen Handschuhe auf Lumberjack. Und das könnten interessante Handschuhe sein, sollten das die zweiten Paare werden. Also wenn wir irgendwo noch ein paar Handschuhe finden, das wird Kova erstmal ein bisschen weg von Acker ziehen, sofern er den Check nicht auch macht. Da kann so eine Info schon sehr wichtig sein. Ja. Vor allem mit dem Handschuh auch keinerlei großartige Gedankenspiele, was wäre wenn. Wir brauchen die Titan jetzt absolut in jedem Sink mit 7-7, um ihn abzuschließen. Oder zumindest mit Defeat Ganon. Weil, ja. Drei Dungeons hinter Mitz gelockt und GT. Das ist mehr als genug, was wir sonst auch immer machen müssen, dementsprechend. Ja. Ist aber auch immer so eine Sache, wir wissen schon mal, wir werden Boots irgendwann kriegen. Das kann etwas sein, um das man dann eventuell schon mal sein Routing planen kann. Vielleicht den einen oder anderen langsamen Check vielleicht erstmal weglassen und hoffen, dass man ihn mit den Boots später mitnehmen kann. Oder andersrum, den Check mitnehmen in der Hoffnung, dass die Boots eben genau da liegen. Schauen wir mal. Ja, Checks und Hoffnung Densen jetzt hier gerade eben in Thief's Hut hinein ohne Bomben. Keine gekauft, keine mitgenommen, keine gefunden. Hat auch gerade eben schon einen Herzcontainer liegen lassen, das Herzteil. Das zeigt schon so ein bisschen, dass man sich hier sicher fühlt, diese 3-4 Sekunden zu sparen und am Ende des Tages dort nicht drauf zu gehen. Densen mit Glück hat Bomben hier noch gefunden. Kriegt dafür 20 Rupees raus, noch ein bisschen Geld gefarme. Und dann wird er seine Reise auch durchsetzen bis zum Race Game. Ja, abzuwarten. Wird Kovel jetzt noch Lumberjack checken oder eher nicht? Nimmt das Herz, den Herzcontainer mit. Also da sehen wir einen Unterschied. Kovel geht ja auf die Sicherheit. Es sind am Ende ein, zwei Herzen mehr. Und mit dem Buch, gerade angesprochen, gehen wir sogar zum Pet-Check. Ja, das ist halt auch, oder das ist halt wieder so ein kleiner Grund bei Kovel. Eben dadurch, dass man mit dem Buch noch zum Pet-Check geht, da geht man an dem Herz quasi vorbei. Also da kann man es auch mitnehmen. Wird aber trotzdem interessant sein. Jetzt von hier nochmal rüber zu laufen zu Lumberjack, das ist ein sehr weiter Weg. Also das kannst du nicht machen. Und ja, Pet ist heute nicht nützlich. Das Herzteil wird keiner unserer beiden Runner haben wollen. Ja, das wäre für Dennis auch eine Idee gewesen, dass er sagt, hey, ich gehe von hier aus eben kurz die 3 Meter auch zum Pedestal und gehe dann von Süden nach Kakariko, kann meine Bomben kaufen. Aber für ihn hat sich's ausgespielt. Pet hat auch nichts. Dementsprechend eine Info. Vielleicht später mit dem Spiegel noch zu erreichen, wenn man sie dann haben wollen würde. Und beide Spieler gleich auf, abzüglich Densens Trip ins Castle, wo es aber 300 Rupees gab und die natürlich am Ende vielleicht nochmal einen kleinen Unterschied machen können im Early Game, wo wir das Geld noch ein bisschen mehr benötigen. Ja, also Geld früh relativ viel zu haben, ist definitiv angenehm, speziell, falls es dann irgendwie doch noch daran geht, Sora früh zu checken, Palace of Darkness zu machen und so. Gerade selbst wieder erlebt gestern in einem Race. Da steht man vor Pott und der Affe macht einen nicht auf, weil man einfach kein Geld dabei hat. Und ja, dementsprechend die frühen 300, die jetzt Kowal auch nicht unbedingt so schnell nochmal finden wird, können definitiv helfen.
Ich bin gespannt. Wir haben ein Buch. Desert Palace Pendant. Geht man früh rein? Wäre jetzt eine Option. Kowal hier mit 3 Bomben. Das ist so für Mini-Moldom Cave. Wir haben zwar einen Hammer als Waffe, aber auch nicht so unfassbar angenehm tatsächlich. Und er geht auch rüber Richtung Desert Palace. Geht hinein. Nicht mit der Absicht, das zu beenden, sondern mit der Absicht, dort nur einmal hineinzugehen und im besten Fall ein gutes Item mit rauszuholen. Ja, ist eine interessante Frage. Dadurch, dass das Pendant ist, geht man vielleicht etwas bereitwilliger hin, auch ohne Lampe oder Handschuhe, weil man möchte ja den Abschluss des Dungeons nicht forcieren hier. Auf der anderen Seite, gerade bei Densen mit dem Wissen um die Handschuhe und dass die Boots vielleicht potenziell doch relativ schnell kommen können, Desert kann halt die Items auch mal hart bootslocken und dann gehst du hier einen sehr weiten Weg sehr langsam rüber und kriegst nichts dafür raus. Also bin mal gespannt, ob Denson jetzt auch dieses Desert Play relativ früh angehen wird oder ob Kowal jetzt hier ohne Boots schon ein wichtiges Item rausziehen kann. Ja, cool, auf jeden Fall auch noch Agina Cave, das ist der Eingang kurz vorher in der Höhle liegen lassen. Ist immer so ein bisschen fragwürdig, der Klassiker, dort die Boots zu finden, gleich hier Bootslock zu sein. Es kann ja sein, dass wir in dem Dungeon gleich nach links, nach rechts, nach links, irgendwo wieder raus, runterspringen. Das kann auch sehr viele doppelte Wege beurteilen. Wir haben auf jeden Fall einen Small Key auf der Torch, also so viel werden wir jetzt hier nicht rausbekommen. Logisch, zumindest teilweise Bootslock. Schauen wir mal, ob wir den Big Key trotzdem finden können oder ob es ein Item gibt. Wir kriegen den Big Key. Ja, aber auch das öffnet quasi nur ein Item. Es sei denn, du gehst nach hinten, stiehlst einen Small Key. Dann sind wir zwar immer noch bootslocked. Wir können uns hier nicht selber verbauen. Aber nichtsdestotrotz, das wären halt wirklich lange Wege. Und Desert Densen, das ist die Aussage, geht auch Richtung Desert. Ja, und da ist der Kompass. Also und jetzt hat Kowal aber das Problem. Jetzt muss er hier wieder rauslaufen. Das ist ein weiter Weg. Und da würde ich einfach Agina vorher spielen. Der Weg ist einmalig ein bisschen länger. Man muss wieder rauslaufen. Aber er spart sich halt dieses ganze Kurve und gekreiselt jetzt hier im Dungeon. Denn wir haben keine weiteren Checks mehr. Wir wollen hier nur raus. Und der Weg dauert. Übrigens eine sehr gute Anmerkung gerade aus dem danke. Chat. Ja, Key stehlen ist zwar immer ganz nett, aber dafür bräuchten wir einen Handschuh, tatsächlich. Wohl wahr. Aber meine Aussage zum Key stehlen bleibt trotzdem dabei. Ich mag die Option sehr wenig. Also es kann sich solchen Ziels eventuell mal lohnen, aber das ist so selten und auch nur in Pendants wirklich interessant, in Crystals überhaupt nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was ich auch absolut nicht gut gefunden hätte. Ich finde, Denson hier macht die ersten Checks in Desert in der besseren Reihenfolge, checkt erst die Kiste. Oh, ein Schwert. Kowal hatte erst auf die Torch geschaut, hatte deswegen so ein kleines Hin- und Herlaufen hier. Und wenn man eben Karte, Kompass oder ein Item aus der Kiste zieht, dann weiß man, dass auf jeden Fall ein Key auf der Torch in Desert liegt. Dementsprechend braucht man da nicht unbedingt zu sehen, dass da ein Schlüssel ist, um das zu wissen. Und ja, bei dem ganzen Hinterherlaufen hier dann Denson eben mit dem kleinen, mit der kleinen Zeitersparnis, ein paar Sekunden. Aber solche Kleinigkeiten können sich halt auf den Seed summiert relativ schnell aufaddieren. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze sich dann hier weiterentwickelt. Ja, besonders wenn man betrachtet, wir machen die gleichen oder ähnlichen Checks. Auch Denson wird gleich Richtung Mini-Moldom Cave auf dem Weg machen, wo Kowal gerade schon rein ist. Und man darf nicht vergessen, wir haben diese 1,5 Minuten ungefähr fürs Castle mehr ausgegeben. Aber dafür ist man gar nicht mehr so weit weg. Kowal nimmt das ganze Kleingeld hier noch mit, was hier getroppt wird. Eben weil er 300 Unmupis fehlen könnten. Ja, also muss natürlich dazu anmerken, Kowal hat die Information, dass das Pedestal tot ist. Im Austausch eben für das nicht gemachte Castle. Dementsprechend der Abstand zwischen den beiden vielleicht noch ein klein bisschen größer, wenn alle oder wenn beide alles machen, als es jetzt momentan den Anschein hat. Aber trotzdem ist Denson hier mit einem zusätzlich gemachten Castle halt doch schon relativ nahe dran. Ja, und zusätzlich gemachtes Castle. Wir haben gerade das Cape bekommen. Das wäre schon mal so ein bisschen unser Geschenk für Agga. Und den Bogen dazu, also auf nach Eastern. Was sollten wir sonst alles Spannendes machen? Und da kommt jetzt eben der Punkt. Denson wird genau wissen, wenn gleich die Lampe kommt. Es gäbe keinen Grund, nicht einfach irgendwann Agga zu spielen. Wir müssen ihn auf jeden Fall machen. Was auf der Pyramid-Ledge liegt, auch wenn wir keine Moonfall hätten, könnte noch ein Bonus sein. Wer weiß, was es denn ist. Das müssen wir also mal betrachten, was wir jetzt hier noch sehen. Aber zuvor Kowal mit dem Safe and Quit nicht mehr nach Icewood Cave. Ich bin gespannt, was Denson gleich vorhat. Und währenddessen Sahasrara
mit dem einen Paar Handschuhen. Und das könnte Koval vermeintlich erstmal ein bisschen von Lumberjack wegziehen. Vermeintlich, ich muss immer noch ausdrücken, wenn wir gleich den Berg hochlaufen, die meisten Leute, die Lumberjack nicht früh checken, die haben mehrere Optionen. Entweder Early Game, so wie Densen oder viele andere Spieler. Manche machen es auf dem Weg zum Berg hoch. Das ist gleich die nächste Option, sollte Koval den Berg betreten wollen oder müssen. Die dritte Option wäre dann mit den Boots, wenn man dann noch an Bonkrocks vorbei dasht, dass man dann immer kurz nach oben rennt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Koval den Handschuh noch sehen wird, ist relativ hoch. Die Frage ist nur, wann genau? Ja, und eben diese Informationen zu haben über die Titans-Mits für Densen kann, auch wenn Koval sich vielleicht nicht zu lange verpassen wird, trotzdem einen Zeitvorteil bedeuten. Und, ja, ohne Mits irgendwo rumzulaufen, wenn man die Mits haben könnte, das speziell mit dem Spiegel kann auf einmal sehr ärgerlich werden. Densen musste aufpassen, ein bisschen mit den Krabben getanzt, zwei Herzen, das ist einfach so gefährlich. Da möchte man am liebsten mehr als zwei haben, dass man einen Hit aushalten kann. Und wir sehen auf Iceward Cave nur 20 Rupees. Da hat Koval also nichts verpasst. Beide jetzt also auf dem Weg dann sehr wahrscheinlich Richtung Eastern. Ja. Wo wir noch nichts Spannendes rausgesehen haben. Also die Handschuhe sind nett, öffnen uns aber auch gerade noch nicht allzu viel. Obwohl wir jetzt Back of Escape noch den Zugang haben, das ist immer ganz gut. Wir wissen, da sind auf jeden Fall jetzt noch Items. Ja. Denn so weiß, dass da hinten alle vier Items drin sind. Wenn man das Dark Cross dazu zählt. Koval hat halt das gesamte Castle noch offen. Für den ist das halt vielleicht ein bisschen fraglich, wenn er erst Back of Escape spielt, ob er da wirklich in Dunkeln oder im Dunkeln das Dark Cross machen möchte. Um dann halt vielleicht nur die Karte rauszuziehen. Ja, aber dadurch, dass wir auf jeden Fall den Agar-Seed ja haben, wegen den Gloves auf Lumberjack, wenn irgendwann Koval sich entscheiden wird, dann auch Agar zu spielen, wird er die Front vom Castle auch noch mitnehmen. Also an der Stelle muss man sie dann auch noch checken. Also ich denke mal, dass da Densens früh investierter Zeit Nachteil quasi sich dann irgendwann wieder ausgleichen wird, denn Koval wird die Checks auch noch gehen. Vielleicht mit einem Spiegel, vielleicht mit einem besseren Schwert, aber nichtsdestotrotz wird es da irgendwie einen Deathwarp geben oder dann raus mit Spiegeln. Die Checks werden auf jeden Fall nachgeholt. Ja, Logik zumindest enttäuscht erstmal in Eastern noch. Ja, da war bisher nichts wirklich Hilfreiches, von daher wahrscheinlich Lampe vermutlich dann wirklich im Back of Escape. Vielleicht kann auch halt die Moon Pearl sein. Also wir haben jetzt nicht mal die Option, dass wir unbedingt Agar jetzt spielen müssen. Es kann sein, dass wir Agar auch erst in 20, 30, 50 Minuten spielen für die Mids. Wir wissen noch nicht, wo die Lampe ist. Die könnte überall liegen. Genau. Ja, eine Moon Pearl würde aber definitiv schlecht für Koval sein, weil das wird ihn auf jeden Fall von den Mids erstmal wegdrängen. Muss nicht unbedingt so extrem viel Zeit ausmachen, je nachdem, wann und wie wir auf den Berg kommen, weil das wäre dann immer noch die wahrscheinlichste Option für Koval, die Mids zu sehen, aber ja. Ja, und ich meine auch vor allem, Densen wird den Mits jetzt auch nicht abholen können oder wollen oder müssen. Ich meine, man könnte immer noch Agar im Dunkeln spielen. Wir hatten da erst letztens einen Community-Seed gehabt, der ähnliche Optionen gegeben hatte. Und da kam dann, glaube ich, relativ schnell danach eine Aussage mit, das mache ich nie wieder. Ich würde es also sehr stark bezweifeln, vor allem, weil wir nicht mal die Boots haben, um irgendwie dem Ganzen zu rechtfertigen. Also wir könnten die Mits ja eh nicht abholen. Und ich denke mal, so lange werden wir das nicht sehen. Was wir aber sehen werden, sind die Dark Rooms hier in Eastern Palace. Und zwar bei Koval, der hintere Dark Room, ein bisschen tricky. Den Algo hier zu treffen, hat ihn gerade lokalisiert, triggert ihn jetzt, dass er angreift. Und dann anschließend der Pfeil. Und jetzt muss man aufpassen, es kommt der zweite ins Spiel und den muss man so ein bisschen vertanzen, denn ganz gerne kommt er und sandwicht einen oben in die Ecke. Sehr unangenehm, hat aber schon mal aufgeschlossen, ist die Tür auch hoch. Alles gut. Ich meine, wir haben Blue Mail, das heißt, sie machen jetzt auch. Und normalerweise macht der Allgäuer ja ein komplettes Herzschaden. Ich glaube, mit der Blue Mail ist das schon reduziert. Und deswegen könnte man auch den einen oder anderen Treffer aushalten. Aber ja, in der Regel, die Runner wissen ungefähr, wo der Allgäuer zu lokalisieren ist, nutzen den Bogen, um eben halt die genaue Position zu finden. Und damit kann man den Raum eigentlich relativ gut auch im Dunkeln spielen. Ja, aber eben diese Aussage eigentlich und relativ sind eben genauso Sachen öfter schon vorgekommen. Irgendwo die Nerven, irgendwo läuft was nicht richtig, irgendwo will man einen Ticken zu viel. Aber du hast gesagt, die Blue Mail, die Herzen, die sind relativ angenehm, aber das zu spielen, da keine Zeit zu verlieren, das ist eben solche Punkte,
wo eben der Unterschied zwischen den beiden Runnern auch vorkommen kann heute. Beide Runner wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau, Kovo etwas länger dabei, denn sie sind jetzt seit einem Jahr relativ aktiv. Ich weiß nicht genau, wie gerade im Chat wahrscheinlich so ein bisschen die Favoritenrolle von links nach rechts verteilt wird. Was wir am liebsten immer wollen, ist einen relativ angenehmen Chatverlauf. Also sei natürlich möglichst fair zu beiden Runnern. Ob da mal was gut oder schlecht läuft, kann auf beiden Seiten passieren. Das nur dazu noch gesagt, bevor wir jetzt hier so ein Heim-Auswärtsspiel-Kriterium haben und wir hier irgendwelche unschönen Sachen lesen wollen oder müssen. Das würden wir am liebsten gerne vermeiden. Wir genießen hier die Show zwischen zwei wirklich auf Augenhöhen spielenden Spieler und sind gespannt, wie das hier ausgeht. Kowal wollte Back of Escape spielen, hat leider links Haus ausgewählt. Ups. Ja, passiert mal, aber ja. Auch das sind immer 10, 15 Sekunden, ja, vielleicht 10 eher, die dann verloren gehen, aber ja, einmal im Race kann man das vielleicht noch verkraften, wenn es ein zweites Mal passiert. Oh, und bei Denzen sehen wir zum Beispiel, wie der Raum eben schief gehen kann. Jetzt heißt es rausgehen und resetten. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und jetzt kommt das Problem. Kommst du raus? Die Antwort ist nein. Und Das ist eben die große Gefahr. Und da haben wir jetzt einen Punkt, das kostet eine Minute. Also überschaubar. Aber das kostet Nerven. Und an der Stelle ist es eben so ein Punkt, wie willst du das wieder gut machen? Wir haben sehr viele Optionen in einem Spiel, eine Minute wieder gut zu machen. Das kann über spielerische Leistung sein. Das kann am Ende des Spiels, wo wir ein Item suchen, 5 Optionen haben. Ich finde die richtige, mein Gegner viermal die falsche. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass das sich komplett egalisieren wird. Wir haben Skips, die wir eingehen können. Hera Basement, Left Side Swamp. Einer dieser Skips sind über eine Minute Zeitersparnis. Und da muss man als Runner jetzt versuchen, wie schlimm ist das, wie ärgerlich ist das und wie kann ich dem auch wieder irgendwie ausgleichen. Und sowas lädt eben gerne ein, irgendwo einen Skip zu spielen. Zum Beispiel irgendwo eines der genannten Locations auszulassen. Die Gefahr ist, nicht jetzt komplett wild alles auszulassen, sondern ruhig zu sagen, hey, ich muss diese eine Minute wieder reinkriegen und dann ist es halb so wild. Und da werden wir mal gucken, was Denzen später sich entscheiden wird. Wenn wir also was auslassen, dann wird es wahrscheinlich wegen diesem Tod hier sein. Ja, wir haben auf der Kowals Seite jetzt die Moonpearl Back of Escape gefunden und den Dark World Map Check gesehen. Green Pendant Turtle Rock Pendant Misery Maya. Das heißt, unser Cane of Somaria ist heute eher optional. Und ja, gut, Hype Cave, Hookshot, Master Sword, nimmt man mit. Densons zweiter Trip durch den Dark Room ohne große Probleme. Fragt man sich jedes Mal, warum nicht beim ersten Mal so. Ja, es ist die Panik. Wenn einmal nicht gut läuft, man fängt an zu paniken, Man weiß nicht, man versucht rauszugehen, man versucht weiterzugehen, man versucht nicht eine der beiden Methoden und es geht schief. Kowal gerade eher mit dem Hype Cave, einfach nur mit einem schnellen Check, mit einer kleinen Übersicht, was ist wo, was ist wie und wo sollte ich jetzt eventuell spielen. Und scheint sogar jetzt hier schon Richtung Berg zu gehen, vielleicht auch Lumberjack dann gleich schon mal nachzuholen. Ja, vielleicht eben noch so mit dem, bisschen mit dem Auge auf Lumberjack eben Richtung Berg. Wir haben jetzt den Hookshot, wir haben den Hammer, wir können zu Hera, auch wenn wir keine Feuerquelle haben, um es eventuell in Logik abzuschließen. Mit dem Hera-Pod können wir auf jeden Fall mindestens den Boss machen. Und ja, jetzt wird auch Kowal sehen, dass die Titans jetzt hier tatsächlich auf Lumberjack liegen. Und ja, da kommt ja, die pure Freude bei Kowal direkt raus. Ja, ich meine, er hat jetzt auch schon die Option mit dem Master Sword und dem Cape, ein Aga einfacher zu spielen. Braucht jetzt eben nicht mal mehr das Cape dafür. Aber wie gesagt, keine Boots, wir kommen nicht dran. Da muss man dieses Risiko einfach null eingehen. Wenn wir vielleicht die Boots finden sollten, ab dem Zeitpunkt geht im Kopf dann schon durch. Soll ich es riskieren? Denn diese Mids sind einfach dieser Vorteil. Ich kann dadurch schon mal die Smith-Chain mitnehmen. Ich komme ein bisschen schnell in die Dark World rein. Ich kann vielleicht schon mal Darkness Mountain spielen. Krieg schon mal Infos über die Medallions, die eventuell benötigt werden. Mit Turtle Rock und Maya, vielleicht doch gar nicht so wichtig wie der Lens wiederum. Vielleicht gibt es also irgendwo noch einen Spiegel hinter den Mids. Also man überlegt eben, Mids zu haben, öffnen mehr Checks. Mehr Checks kann man besser kombinieren. Besser kombinieren ist zeitsparend. Dafür aber ein Dark Agar. Uff. Also wir werden sehen, wo die Boots liegen, vor allem dafür. Und vielleicht finden wir noch ein Fireboard und eine Lampe auch vorher. Dann hat sich das Thema eh erledigt. Densen skippt das Item auf jeden Fall im Dark Horse. Ebenso das wie Kowal, meine ich. Ja, bei Kowal ein bisschen verständlicher. Wie gesagt, er hat die Front vom Castle noch nicht gespielt, hat die Karte noch nicht gefunden. Für ihn wäre also eben die Gefahr, dass er jetzt einen langen Weg im Dunkeln geht, nur um am Ende mit der Karte bestraft zu werden. Densen kann auf jeden Fall, oder sollte auf jeden Fall wissen, dass da noch ein Item Dark Cross ist.
Der Skip kann tatsächlich interessant werden, weil der Check ist jetzt relativ isoliert für Denson. Ja, aber durch den Tod von gerade eben wäre das ein Check, der jetzt keine Minute wieder reinholt, aber schon so 30 Sekündchen. Und ja, das kann man hier für den Hinterkopf halten. Genau, also das wäre auf jeden Fall ein Skip, der jetzt halt eben den Tod zumindest ein Stück wieder gut machen könnte. Aber eben, falls etwas im Dark Cross sein sollte, hat Denson jetzt keine gute Gelegenheit mehr, das doch mal wieder einzuholen. Also ebenso die Sache, wenn man eben dann den Skip eingeht, man ist irgendwo vielleicht gestorben, wie jetzt in dem Fall, und man geht hinterher auf den Skip, man lässt ein Item aus, dann weiß man, dass wenn man da was, ein wichtiges Item hat liegen lassen, 100% verloren hat. Das ist dann einfach eine Geschichte, die muss man hinterher im Kopf haben. Ich gebe meinem Gegner 2 oder 3 Optionen oder Locations, um das Spiel quasi instant zu gewinnen. Dafür spare ich aber 1, 2, 3 Minuten, die ich eventuell sparen muss, weil Gründe. Wir sehen auch ein bisschen Unterschied. Denson geht jetzt hier in die Dark World, und zwar in Village auf Outcast. Währenddessen Koval über Hype Cave den Berg spielt, der bis jetzt aber noch keine Items hat. Ja, ist noch nicht in Logik. Also wir bräuchten irgendetwas dann tatsächlich, was vielleicht um Skullwoods liegt oder in Village of Outcast. Wir haben Thiefstown als Crystal, sogar als Red Crystal, dementsprechend ein full clearbarer Dungeon. Da wir den Hammer schon haben mit 4 Items. Also an sich relativ angenehm zu spielen. Und ohne den Hookshot und das Master Sword, beziehungsweise speziell ohne den Hookshot natürlich Denson auch noch nicht wirklich versucht, auf den Berg zu gehen. Ja, Denson wird nachher, wenn er dann durch ist aus Wild of Outcast nach Thiefstown, wird er die Runde nach Hype Cave laufen. Eventuell geht er noch kurz weiter, dann bis Catfish hoch. Auch die Überlegung ist jetzt vielleicht wegen dem Tod in Eastern Palace ein bisschen getrübt. Koval hätte es auch nicht gemacht. Die Red Crystals hier mit Skywards und Thiefstown so semi-erreichbar. Der Firewatch blockt uns ein bisschen. Um zu sagen, ich spiele über die rote Bombe die Pyramide in einem Rutsch und laufe da nicht zweimal lang. Aber der Berg scheint bis hierhin jetzt auch noch nichts zu haben. Also wird er wohl nicht drum rumkommen, gleich ähnlich wie Denson zu spielen. Ja, dank dem gefundenen Master Sword und da wir das Buch schon hatten, konnte Koval jetzt hier eben mit Hera auch noch das Aether Tablet checken. Das ist vielleicht auch noch vielleicht ein Grund mehr, warum Koval tatsächlich schon auf den Berg gegangen ist. Denn das kann durchaus mal ein Check sein, den lässt man vielleicht als Runner gerne mal liegen. Und den vielleicht mal etwas früher zu checken, kann durchaus ein Vorteil sein. Aber ja. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, war es der Big Key unten? Genau, das muss der Big Key gewesen sein. Oh. Ja, also Hera nicht Firelocked. Dementsprechend können wir möglicherweise auch beide Items hier schon rausholen, auch wenn wir den Kompass schon gefunden haben. Kurzer Blick auf Bumperledge offenbart, dass das Cape heute zumindest nicht dafür notwendig war. Nö, schön liegen lassen, ab nach Thiefstown und dann von da aus weiter. Wir hatten übrigens bei Koval noch auf Floating Island, das sind die Boots, noch auf Floating Island denn die Silvers gesehen. Könnte man sich abholen? Ist so ein Point-Even-Check wahrscheinlich. Bringt weder groß Zeitersparnis noch irgendwie Nachteil. Aber die Boots, ja. Erleichtern schon mal ein paar längere Laufwege. Sind in dem Spiel jetzt nicht sehr groß spielentscheidend. Vielleicht spart Koval damit ein Minütchen bis maximal 2, wenn überhaupt so viel. Die Sache ist, die Boots liegen für Denson tatsächlich jetzt eher abseits von dem, was er momentan machen möchte. Und gerade auch die langen Strecken in Thiefstown, die jetzt Denson alle mit dem Boot zu Fuß laufen wird, ohne die Boots, die kann Koval mit Boots machen. Also, klar, deshalb spart er ja 1, 2 Minütchen, so ist es nicht. Aber es ist keine Ewigkeit. Dafür fällt man beim Moldorm runter, das Ding gleicht schon wieder 3-mal aus. Also, ich finde, es geht. Wir sind immer noch für Minute 26, Denson findet es in 10 Minuten. Also es sind 10 Minuten, dann machst du keine 2 Minuten gut. Das funktioniert nicht. Also nicht, wenn du bei Boldrum fällst, das nicht. Aber es wird jetzt sehr stark darauf ankommen, wie viel Denson eventuell noch vorher findet. Das Schlimmste, was ihm vielleicht passieren könnte, wären, wenn er jetzt Flippers und Mids findet. Flippers und Mirror findet. Dass er dann halt nämlich auch noch Swamp direkt spielen kann ohne Boots. Und dass sich dann halt Ewigkeiten auftun, bevor er dann eventuell auf den Berg geht. Wenn jetzt hier in Thiefstown einfach nur die Flöte auftaucht oder die Lampe, damit der Berg auch komplett in Logik ist, dann denke ich, wird Denson halt auch relativ schnell dort hochgehen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du jetzt noch was wie die Lampe findest und Co., dann haben wir auch noch Palace of Darkness interessant offen.
Also das wäre jetzt auch nicht abwegig, da noch reinzugehen. Aber ich finde die Boots jetzt, wie immer, klar, die früh zu haben, ist immer ein bisschen angenehmer und auch schöner. Aber Densen wird es in den nächsten 15, 20 Minuten spätestens auch finden. Und auf 20 Minuten ist die Frage, wie groß ist der Vorteil? Wenn er dafür jetzt einen Spiegel findet oder sonst was, dann hat er den Berg nachher angenehmer zu spielen. Auch das wären Vorteile. Also es ist mal sehen, wie es gleich ausgleichen wird. Also. Wichtig wird nur sein, jetzt auf jeden Fall nicht weiter groß zu sterben. Also mit dem einen Tod auf den Rippen muss man ja aufpassen. Drei Herzen jetzt, wir haben ein Cape. Ja, hat eine Flasche bekommen, aber die hatte meine, wie ich gesehen, hatte nur eine Biene drin. Ja, geht hier auch aufs Cape, wie es aussieht. Ich denke, es ist die beste Option. Kommt aber noch mit ein paar Sidesteps schön durch. Und währenddessen die Bootschecks bei Koval. Zumindest erstmal der Bootscheck, den er machen kann. Ohne Spiegel oder mit Scannern. Kings tut nicht ran. Und ich glaube kaum, dass er jetzt nochmal zu Desert runterlaufen möchte. Ja, beide wohl nicht. Eine Fee gerade in der Flasche. Damit haben wir auf jeden Fall mal eine Safety-Backup jetzt hier für Densen. Wodurch das Sterben, sofern es nicht beabsichtigt sein sollte, erstmal nicht groß schadhaft sein wird. Den Tomb Raider von Koval werden wir nicht sehen. Tomb Raider macht zu wenig Sinn in dem Open-Modus. Denn brauchen wir dafür auch den Spiegel und Co. Das ist also alles sehr abwegig, dass man da ein Setup für sieht. Also ich meine, wir brauchen sowieso den Spiegel und ab dem Zeitpunkt kann man Kings Tomb auch einfach normal checken. Von daher. Ich mag den Tomb Raider, die Idee ist cool. aber nicht für normale Open Seats, eher für Entrance. Gut, aber Thieves Town auch nicht wirklich mit Items überhäuft, die wir benötigen. 5 Mark. Danke nochmal zur Bestätigung. Und danach geht dann die Reise runter Richtung Hype Cave. Und dann werden wir sehen, ob es bis dahin noch ein Item gab, das vielleicht Palace of Darkness interessanter gestalten lässt. Oder ob man dann sagt, nee, ich gehe den Berg. Musst du durch den Darkroom durch, aber machen wir uns nichts vor. Das kriegen beide Spieler ja hin. Ja, ich kann mir zumindest definitiv vorstellen, dass Densen lieber den Berg als Pot ohne irgendeine Feuerquelle spielen wollen würde. Einfach aufgrund der Menge der Checks, die dort oben erreichbar sind. Und ich weiß, dass Densen Pot im Dunkeln kann, aber ob man das zu diesem Zeitpunkt unbedingt möchte, speziell ohne Spiegel, nee. Unwahrscheinlich. Ja, umgeht den Tod, nutzt das Cape hier in der letzten Phase von Blind, auf Nummer sicher zu gehen, bekommt dafür Quake, ein Medaillon, was wir bei zwei Pendants in Turtle Rock und Meyer nicht so zwingend sehen wollen. Bombos wäre interessant für Ice Palace oder Firebird zumindest, aber das ist eventuell das Ticket für Meyer oder Turtle Rock später. Wird sich noch zeigen müssen. Der Spiegel wird definitiv dann der große Knackpunkt sein, denn den brauchen wir auf jeden Fall. Aber der wäre halt nicht nötig, um eines der Pendants abzuschließen. Wir haben das Buch. Ja, okay, wir wissen, dass Pet nichts ist, aber das weiß Densen nicht. Also da könnte da in der Hinsicht vielleicht noch eine Gefahr drohen. Aber generell auch Turtle Rock mit seinen 5 eigenständigen Items mit dem Spiegel haben wir auch noch Mimic Cave. Und es ist das Green Pendant, also insgesamt bis zu 7 Items möglich. Gut, Spiegel kann jetzt nicht Mimic Cave sein, aber dennoch wäre eine Option für Go-Mode. Flipper ist natürlich auch wichtig. Flipper ist Flöte. Also Turtle Rock ist immer so eine Option, wenn wir ein Firebird haben und man ist gerade auf dem Berg oben. Wieso nicht? Auch ohne Firebird haben wir es öfter mal gesehen. Gibt es viele Optionen, dort noch weiterkommen zu können. Aber von den Pendants, die wir hier auf dem Schirm haben, vielleicht das Spannendste mit den meisten Items. Auch Koval jetzt hier mit Skullwoods durch. Nichts von Belang gefunden. Und Densen jetzt noch mit dem Digging Game, Stumpy und dann auch auf einer Hype Cave zu Schwerter, Hookshot und Co. Und er hat es halt hier im Digging Game. Nicht
großartig mehr nötig. 7 Herzen Blue Mail ist eigentlich dann doch schon relativ angenehme Ausrüstung, speziell noch mit einer fehlenden Hinterhand. Wie sehr die Denson helfen wird, jetzt im weiteren Verlauf wird sich noch zeigen, denn erst einmal würde sie Death Warps behindern. Das kann man auch ganz schnell mal vergessen, wenn man so ein bisschen spielt, bevor man dann einen Death Warp ansetzen möchte. Zum Beispiel in Palace of Darkness. Ja, aber an sich für beide Runner das Equipment relativ angenehm. Aber so richtig Fortschritt hat sich jetzt hier auch erstmal nicht aufgetan. Ja, es wird nachher wahrscheinlich Richtung Pyramide, Catfish, Palace of Darkness und wenn es ganz unangenehm läuft, mit den Boots auch nochmal nach Desert Palace den Einschein machen. Das werden so die Optionen sein, die gleich noch offen stehen. Sehr viel mehr sehe ich gerade nicht. Mit der Flasche haben wir Sickhead noch. Der geht jetzt freiwillig zurück nach Kakariko. Eigentlich keiner so wirklich gerne mehr. Ja, das ist alles sehr, sehr unangenehm gerade. Und Denson ist auch endlich mit den ersten Mobility-Items, mit dem Hookshot. Die Boots des armen Mannes und dem Schwert. Und Denson scheint weiterzugehen. Ja, also noch kein Berg. Wird auf jeden Fall jetzt sehr interessant sein, ob er sich traut, Pot direkt zu spielen. Ich meine, es ist ein Crystal mit 5 Items und er kann theoretisch abschließen. Oder ob er hier vielleicht eher die, in Anführungszeichen, sichere Variante nimmt und Pyramide und Catfish nicht isolieren möchte. Ich meine, ist natürlich immer unangenehm, dadurch, dass ihm, in Anführungszeichen, nur der Fire Rod fehlt, bis wir die Red Bomb machen können. Jetzt hier einmal zur Pyramide zu laufen, nur um dann mit der Red Bomb gleich nochmal zurückzukehren, fühlt sich auch immer doof an. Aber zumindest möchte Denson hier die Pyramide nicht auslassen. Ja, hätten wir sonst mit der roten Bombe hier, mit dem Firewall eventuell nochmal irgendwie zu spielen. Aber hier was zu finden, das könnte für Kova ein bisschen weiter abseits liegen. Sehen aber nur Bomben. Und es scheint noch bis Catfish hoch zu gehen. Das wird Pot. Das war die Option 2. Also isoliert lieber dafür Catfish, geht dafür runter nach Palace of Darkness. Zora, weil es mir gerade noch einfällt wegen den Handschuhen, ist natürlich auch noch ein optionaler Punkt. Den wird aber keiner so gerne freiwillig spielen. Also Palace of Darkness, das könnte jetzt auch schon mal so ein weiterer Skillcheck sein, den dann jetzt abzuschließen ohne Feuerquelle. Ja, nein, Fragezeichen. Ja, vor allem auch ohne Spiegel. Das heißt, ja, du willst das Movement im Dungeon ist nicht angenehm. Du willst auch ganz gerne die Fee, die man jetzt noch dabei hat, auch nutzen, um später irgendwie zum Boss zu kommen und auf dem Weg zum Boss, zum schweren Dark Womb, nur da mal zu sterben, aber nicht um hinten den Death Warp aufzusetzen, den man ja nicht wirklich nutzen kann, ohne dabei die Fee zu verlieren. Also wir hoffen schon fast auf einen frühen Big Key gerade. Ja. Und das ist ein Moment, wo auch Denson wahrscheinlich weiß, wenn das jetzt hier alles gut ausgeht, ist in Ordnung. Wir wissen, die Boots sind immer noch ein kleiner Nachteil. Jede weitere Multi, weil jetzt die Boots nicht haben, wird dann doch langsam teurer. Aber nichtsdestotrotz, jetzt hier nochmal ein, zwei Mal zu sterben und hier den Dungeon jetzt nicht abschließen zu können, das wäre natürlich jetzt schon ein Super-GAU quasi. Man ist mental vielleicht noch ein bisschen angeknickst von vorher. Man weiß ganz genau, man muss jetzt hier den Dungeon irgendwie abräumen. Es kann sein, dass wir hier drin ein Firewall oder eine Lampe finden. Das ist möglich, aber der Berg hat jetzt auch keine große Progression gebracht. Die Boots haben auch nichts geöffnet. Also. Ja, ich bin mal jetzt gespannt. Koval weiß von dem Mits und er hat jetzt die Möglichkeit, da ranzukommen. So, jetzt noch Thiefstower und Wildshop Outcast. Das sind noch die angenehmen Checks, die man routen kann. Aber das du kannst ja schon fast davon ausgehen, dass wir jetzt hier drin eine Lampe finden, damit wir dann Zugriff auf den Berg haben, da auf die Boots, damit auf die Mits. Schon haben wir wieder sehr viele Optionen offen. Also, mich würde es jetzt nicht überraschen, hier drin eine Lampe zu finden. Okay, da ist sie. Danke dafür. Das macht den Dungeon jetzt schon mal dreimal angenehmer. Die Fee könnte man uns heute immer noch loslassen. Das ganze Death Warp auch. Denson jetzt runterspringen können. Okay, nein, doch. Vielleicht. Da fehlt der Schlüssel für. Also dann doch die andere Seite. Ja, das war jetzt. Da ist man jetzt gerade geistig ein bisschen drauf. Rechts die Statue kann man auch schieben. Da sind die Punkte, da wird er hinterher auch sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist natürlich auf jeden Fall hier angenehm zu wissen, wenn man die Route schon wählen muss. Die Statue für die rechte Seite kann man tatsächlich schieben, sodass man da nicht nochmal ganz außen rumlaufen muss. Aber er hätte runterspringen müssen noch. Ja, das wäre die andere Sache gewesen. Das merkt er auch gerade, da fehlt irgendwas. Irgendwie passt das nicht ganz.
Gut, wir gucken mal, was hinten liegt. Dann müssen wir auch entscheiden, wie es mit dem Runterspringen gleich läuft. Aber das ist halt so vom Movement her suboptimal. Ja. Ja, und bei Koval ist jetzt gleich Entscheidungszeit. Ich meine, Pott, wir haben es gesehen, da würde die Lampe sein. Ist definitiv auch nicht so abwegig, da jetzt vielleicht drauf zu spekulieren. Ja, der lukrativste Check. Flöte, okay. Ja, ein bisschen lucky. Lampe hätte auf dem Berg liegen können. Mit der Flöte hätten wir auch Zugriff zum Berg auch auf die Art und Weise. Aber naja gut, lassen wir so stehen. Es ist, ist doch schon mal besser als nichts. Flöte und Lampe. Damit also gleich den Zugang zu den Boots. Und nach den Boots dann auch zu den Titans. Was wir jetzt natürlich nicht wissen, wir haben noch zwei Kisten in der Front. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel wir an Schlüsseln bekommen haben. Vorne liegt noch einer. Es war ein zweiter in der Front. Vorne liegt noch ein Smolky, wenn du runterdroppst direkt. Den haben wir gerade liegen lassen. Ja gut, wir haben ja die Vanilla Big Key Chest und unten den. Also das ist ein Smolky muss da noch sein. Frage ist, du hast das Lampe, andere? Du hast Lampe und Flöte. Ach so, okay. Nee, dann hast du zwei Keys vorne. Ja, okay. Genau. Okay. Der Rest sind noch Keys. Ja. Und dementsprechend müssen wir im Hinterkopf haben, dass wir jetzt hier sogar drei anstatt zwei hätten. Einer liegt noch vorne. Das heißt also, alle drei Türen, die noch abgeschlossen sind, sind gerade interessant. Sowohl hier unten Harmless Hallway, als dann auch der Weg zu Big Chest. Denson denkt dran, geht hier rüber. Weiß vorne ist noch ein Schlüssel, den hat er liegen lassen. Hier ist nämlich der Big Key, das hätte wehgetan. Ja, aber da sind wir jetzt dann eben gleich auch an dem Punkt. Ich glaube, Denson realisiert jetzt erst, dass vielleicht ein Small Key fehlt. Ja, es ist vorne noch liegen muss. Ja, aber gleich sind wir jetzt jedenfalls an dem Punkt, da ist Death Warp Zeit. Ja. Wir sind aber an dem Punkt, wo gerade Kovac von Stumpy aus einen Self and Quit macht, um doch wieder in die Dark World zu gehen. Okay, das war jetzt so der Gedanke, ob wir vielleicht was Neues sehen. Hätte jetzt ein wunderbarer Aggerplay sein können, hätte jetzt auch mal in den Desert gehen können. Ist aber nur eine, wir nennen es mal Abkürzung, um wieder in die Dark World zu kommen. Ob es wirklich schneller ist, wage ich zu bezweifeln. War vielleicht der erste Gedanke Richtung Agar dann doch. Ja. Safe and Quit von Stumpy, um dann in die Dark World zu gehen beim Half-Cave-Portal. Ob das wirklich schneller ist, sei jetzt mal hingestellt. Denson denkt auf jeden Fall an die Fee, das ist. Ja, der Nachteil ist nur, er hat alle Gegner besiegt, die auf seinem Weg stehen. Dementsprechend ist es jetzt schwerer, hier absichtlich zu sterben. Und wie gesagt, Denson muss nochmal den Small Key abholen. Also auch da gibt es nochmal ein, zwei Umwege, die man nochmal laufen muss. Kova checkt hier die Pyramide, was ich gedanklich für einen Fehler halte, mit dem Wissen, dass die Mits auf Lumberjack sind. Denn da würdest du dann halt dann doch vielleicht einfach direkt Agar machen gehen wollen. Klar hätte die Lampe sein können, hätte der Fire Rod sein können. Aber ab diesem Zeitpunkt 8 Herzen, Blue Mail, 2 Flaschen, davon eine Fee. Wenn man Pott noch vorher spielen kann, hätte ich vielleicht gesagt, der Pyramidencheck ist vielleicht dann nicht mehr so sinnvoll. Machen dann vielleicht doch lieber darauf bauen, dass man Agar im Dunkeln spielen kann oder eben in Pott noch Lampe und oder Fire Rod findet. Ja, aber jetzt kommen wir langsam zu einem Punkt, wo wir sagen können, klar, die Boots, Vorteil, groß, Fragezeichen. Aber Denson ist noch auf dem Weg zum Boss, während Kovald schon hineingeht. Denson muss doch den kompletten Berg spielen. Also der Boots-Vorteil zeigt sich ja schon in ein paar Minütchen ein bisschen aus. Gleichzeitig auch das ganze Vaulting von Denson hat mit Sicherheit auch eine gute Minute gekostet hier in Palace of Darkness. Dementsprechend auch da hat er Kovald nochmal eine Chance gegeben, jetzt hier besser aufzutrumpfen. Equipment-technisch beide hier wohl auf. Der Berg hat ja nichts Spannendes gehabt, außer eben die Boots. Und damit haben wir das Wissen, dass wir gleich Agar spielen können. Und Kovald wird auch gleich nach Palace of Darkness, so heißt der Dungeon, wird er auch sofort Agar spielen gehen. Denson wiederum geht auf den Berg, findet seine Boots und wird dann nach dem Berg auch sofort nach Agar gehen. Also sehr linear, nicht viele Optionen. Die Titan-Mits scheinen hier gerade der Öffner zu sein im Seed, um neue Checks zu kriegen. Ja, was definitiv interessant werden wird, ist ob Denson vielleicht sagt, okay, jetzt auch gerade wieder mit dem nicht ganz so idealen Weg in Port. Spiral Cave wäre eine Option, die Denson auslassen könnte, denn wenn er die mitfindet, kann er sie auch direkt abholen und damit könnte man halt direkt in Darkest Mountain machen, man könnte Ice Palace spielen. Ne, wobei, wir haben keinen Zugang zu Ice Palace. Aber
Zumindest in Dark Death Mountain könnte man direkt machen. Man hat mehr Checks einfach offen direkt und ja, es wäre halt wieder so ein Einzelcheck, der dann doch nochmal relativ lange dauert, dann doch mit dem Boots wieder rüber zu rennen und dann einmal komplett durch Spiral Cave. Also, da wäre halt zumindest wieder eine Möglichkeit, dass Denzel halt nochmal ein paar Sekunden sich wieder spart. Du musst halt musst die Boots holen, bevor du die Mits bekommst. Du musst also bis nach Hera gehen, du hast keinen Spiegel. Also du kannst nicht wirklich viel Zeit sparen. Ja, wie gesagt, Spiral Cave. Es ist keine Minute, das sind 20, 30 Sekunden. Aber es wäre wieder so ein Dark Cross, das Denzel hier potenziell mit dem Finden der Boots dann eingehen könnte. Also es ist schwer, also du hast tatsächlich nicht groß viel falsch gemacht. Du bist einmal in Island gestorben und dann hast du eben die Boots nicht vom Mountain geholt. Das ist der einzige Unterschied. Die Boots hätten genauso gut in Thiefstone liegen können, dann wäre es Denzel sein paar Minuten Vorteil gewesen. Also es ist jetzt gerade an der Stelle einfach ein, ich weiß nicht, was mein Gegner macht, muss ich mich jetzt extrem schlecht fühlen, muss ich jetzt versuchen, nochmal Zeit zu sparen. Denzel, wie gesagt, geht jetzt auf den Berg hoch, hat die Lampe, weiß, mit dem Hookshot kann er dort sehr viele Checks machen, wird gleich seine Boots finden. Kann noch die Flöte aktivieren gehen. Ist sogar noch schneller auf dem Berg mit der Flöte sogar auch, ja. Genau. Dann kann man auch nochmal Sicket checken. Das ist ganz praktisch, wenn man dran denkt. Hat bisher jetzt keine gute Gelegenheit, das nochmal nachzuholen. Und wenn das der Spiegel sein sollte, dann wäre das natürlich für Denzel super angenehm. Aber wir bekommen gerade immer nur unsere Brotkrümel. Geh hier hin, geh dahin, geht weiter, geh weiter, geht weiter. Also es fehlt hier noch so ein bisschen zu der Knackpunkt, damit es ein bisschen spannender wird. Also ja, wir haben Optionen, die wir spielen können, aber warum sollten wir es? Ich meine, so viele Optionen sind dann auch gar nicht. Die Logik will dich wahrscheinlich auf Dark Death Mountain zwingen, weil das sind die offensichtlichen Checks. Wir haben die Smith-Chain, die wir ohne Spiegel spielen könnten mit dem Mütz. Die ja, klar. Aber auch dumm. Wir hätten aber noch, jetzt noch im Early Game haben wir gerade noch Sora offen, wir haben jetzt auch noch Desert Palace offen. Also wir hatten jetzt so nochmal, und ja. Catfish ja auch. Also wir haben auch so noch ein paar vereinzelt unangenehme Checks. Und hinter den Mütz haben wir natürlich noch deutlich mehr. Also ich glaube, jeder oder beide würden sich sehr gerne die Mütz lieber abholen und von da aus die Checks machen. Kowal hat die Fee vergessen, was du vorhin angedeutet hast. Das passiert öfter mal und wie gesagt, das passiert auch jedem Mal, alle Jubeljahre. Immer wieder mal, selbst die erfahrensten Runner können sich dessen nicht erwehren. Man muss das nicht unbedingt gleich auf einem legendären Niveau machen. Grüße an Shiva Hayes, da gab es eine sehr schöne Szene in einem der Turniere. War das auch ein Palace of Darkness, oder? Das war Palace of Darkness. Ja, das ist Manus Lieblingsdungeon. Da hat er es auch schon geschafft, ohne Biki dann zum Boss-Tür zu. Das war nicht sogar vor der Boss-Tür und wollte da Death Warp. Ah, vor der Boss-Tür. Das war ja noch lustiger. Ohne Biki. Das war legendär. Deswegen, es war legendär, ne, das muss man nicht immer machen, aber so mal eine Fee vergessen beim Death Warp im Port, das kommt tatsächlich öfter vor. Ach, das war schön. Ja, Denzel jetzt hier auf den Weg zu den Boots, Kowal auf den Weg noch zum Boss und dann sehen wir gleich, was vermeintlich Kowal sein Vorteil sein wird. Wir werden es nachher bei Agar sehen, denn Kowal wird das Castle noch spielen. Er wird wahrscheinlich sogar noch ins Dark Wars gehen. Denzel hat keinen Spiegel, das war kurz vor Spy Cave, was sogar auch nicht allzu schlecht wäre. Auch das wäre noch in Logik, wenn wir über den Optionen reden, die wir noch offen hätten. Das wäre vielleicht auch so die interessante Alternative statt Spiral Cave, die Denzel hier machen könnte. Wenn man dann bei Hera gerade rauskommt, muss man sich in der Regel entscheiden, geht man nochmal zurück zu Spiral Cave ohne Mits oder droppt man vielleicht einfach direkt zu Spy Cave runter. Es ist natürlich immer ein Risiko. Aber Spy Cave wäre gegenüber Spiral Cave die einfache einzeln zu erreichende Location. Ja,
Ja, aber ich bleib dabei. Wir werden gleich sehen, wie weit es wirklich auseinander liegt. Es ist eben schwer. Von der Execution, von kleinen Fehlern, sei es eine Fee, sei es ein bisschen komisch in der Dark World zu laufen. Die Räume, der Raum jetzt hier, der Turtle Room, auch nicht so schnell bei Koval. Und ja, das ist also noch lange nicht hier Drops gelutscht. Also es ist jetzt hier dieses, wir haben zwei verschiedene Routen gesehen, wir haben unterschiedliche Items gesehen. Am Ende kommen wir vielleicht beide bei Agar aus. Und am Ende können wir da auch am ehesten einen kleinen Check machen, wie die Differenz der Zeiten aussieht. Denn auch Koval hat gleich keine Ersparnis, sollte er das Schloss noch spielen, er wird dort auch Deathwarpen müssen. Hat mehr HP, hat eine höhere Rüstung. Ja. Und speziell, wenn er da dann auch eben auch noch für Dark Cross gehen wollen würde, müsste er gleich zweimal dort Deathwarpen. Und das wird dann auf jeden Fall unangenehm. Muss aber auch aufpassen, jetzt hier beim Boss gerade. Ich finde die Bombenstrategie ja immer wieder schön und gut, aber es ist keine große Zeitersparnis, wenn sie nicht super toll läuft. Ja. Auch Denson sieht seine Silvers. Mein, mit dem Wissen, dass wir den Spiegel auf jeden Fall bekommen müssen, die Silvers liegen mehr oder weniger auf TT. Wenn wir einen Tempered Sword haben, kann man vielleicht sagen, sind es sie wirklich wert? Sollten wir vor GT auf Master Sword sein, gehe ich mal stark davon aus, dass beide die Silvers einfach mitnehmen. Denn Master Sword Silverless, die Gefahr, glaube, das möchte keiner von beiden eingehen. Da nimmt man lieber die Silvers mit, wenn man weiß, okay, 30 Sekunden investieren, dafür 2 Minuten bei Ganon sparen. Das ist es im schlimmsten Fall auf jeden Fall wert. Ja, Koval geht noch kurz die Flöte aktivieren. Ich denke, mit den Silvers, ich habe das letzte Mal auch die gleiche Situation. Und das sind die Situationen, wo ich öfter darüber nachdenke, macht es jetzt Sinn oder nicht. Und ich meine, beim letzten Mal hat sich es eher als ja rausgestellt. Also die Ersparnis bei Gen, bei Landmolas eventuell noch, bei Ice Amos, wenn man hingehen müsste, das ist am Ende ein leichter Vorteil. Es ist aber kein großer Nachteil, sie nicht zu holen. Muss man sehen, wie es dann zum Endgame aussieht. Wir sehen bei Koval noch kurz Sickit, währenddessen noch die Flöte aktivieren und dann ist Denson auch schon halb mit Hera durch. Verzichtet hier übrigens auf den Hera-Pot, geht also zu Fuß nach oben. Ist die Frage, inwiefern man sich das gerade execution-technisch noch anverleibt. Weil wir so ein bisschen auch von den Mind-Games gesprochen haben, beziehungsweise auch von dem Mindset der beiden Runner. Wir haben hier heute Spiel 2. Beide haben sich geeinigt, auch direkt Spiel 3 noch im Anschluss zu spielen. Sollte es denn dazu kommen, dass Koval die Serie ausgleicht? Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, weil 2 Spiele nacheinander zu spielen, das klingt auf den ersten Blick immer so, naja, kann man mal machen, halb so wild, ist aber tatsächlich als Spieler super anstrengend. Beide sind sehr fokussiert und da verwechselt man ganz gerne auch ein paar Optionen, aus dem einen zum anderen zieht, was lag wo und gleichzeitig auch nimmt man auch sein Mindset mit. Also wenn man weiß, man hat in Seed 1 hier komplett in die Tonne gegriffen, das bleibt im Hinterkopf für Seed 2 manchmal und dann müssen wir also mal abwarten, wenn es nachher dazu kommen sollte, ob das eine Rolle spielt. So, Probleme bei Moldorm für Denson. Aber Koval geht, wie gesagt, auch nochmal kurz für die Checks, wird gleich seine Karte finden und wird dann sagen, Moment mal eben, ein Item ist mir noch im Dark Horse. Und Denson könnte jetzt, je nachdem, du hast ja gesagt, je nachdem, was er noch was spielen möchte oder nicht, auch direkt zu Agar gehen. Und schon sind beide exakt gleich auf. Hatten wir beide Items aus Hera raus? Das verrate ich dir nicht. Ja, und Denson, weder Spiral Cave noch Spy Cave, das werden direkte Mits. Mein Spy Cave kann man dann auch immer noch im Anschluss an Dark Elf Mountain abholen, so ist es jetzt nicht. Also das ist jetzt vielleicht ein, könnte man eben, ne, oder hätte man gerade eben machen können, kann man aber auch gleich immer noch im Anschluss machen. Spiral Cave liegt jetzt tatsächlich für Denson eher ungünstig. Meine, wir hatten von Koval gesehen, dass da nichts drin ist, aber zum Koval mit dem 3-Stunden Deathwarp. Übrigens, Rahlen, ich weiß, dass im Basement ein Item liegt, also du hast nicht aufgepasst, aber da ist noch eins. Ich habe mit Sicherheit nicht Hilfe von ungefähr 30 anderen Leuten gebraucht. Ich habe das auch gewusst. Ja, aber das ist jetzt halt eben so die Frage. Wir suchen noch den Mirror, wir suchen noch den Fire Rod und wir suchen noch die Flippers.
Ja, aber das sind eben die von Densens Seite aus angesprochenen. Ich war in Eastern gestorben, ich fühle mich nicht so gut, ich habe die Boots vielleicht ein bisschen später. Ich gehe jetzt hier auf 2, 3 riskante Geschichten und wenn es gut geht, ist die Zeit wieder drin. Wenn es nicht gut geht, naja, wenn man jetzt weiter denkt, könnte man auch sagen, Densen weiß, wenn Kowal die Boots früh hatte, hat er keine Feuerquelle gehabt. Und in dem Fall wiederum hat er das Item auch nicht checken können. Also das wäre so das Mastermind-Play, wenn du sagst mit, ich bin mir da 100% sicher, entweder so oder so. Ja, muss man also mal abwarten. Aber den Check von Kowal haben wir noch nicht gesehen. Ja. Was dieses daran wissen geht, okay, dass Kowal keine Feuerquette in der Hera hatte, wenn er die Boots früher gehabt hätte. Masterplay. Densen spielt natürlich jetzt, oder spielt ja schon fast ein Jahr, hat aber noch nicht so ganz diese 1-gegen-1 Racing-Erfahrung. Und er hatte, das wäre so eine Information, ich weiß nicht, ob er die wirklich so genau tatsächlich im Kopf hätte. Ich hätte sie auch nicht im Kopf, aber ich möchte jetzt unterstellen, dass man das natürlich wusste. Also das ist, ich hätte da niemals drauf gedacht in einem Spiel und ich denke, du wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn man dran denkt, das wäre natürlich eine gute Info. Kovac hat Glück, kein Sankard, das wäre jetzt der Killer gewesen. Der Death Warp dauert ewig. Wir sehen ja auch, wie lange es gedauert hat, jetzt diese 2x zu Death Warpen für einen Herzcontainer. Und währenddessen ist Densen nämlich schon halb durch hier durch Castle Tower. Ich meine, Densen fehlt noch Bonkbox, das nimmt er auf dem Weg gleich zu Lumberjack mit, das ist also sehr smart. Und Kowal geht dann auch die Mits abholen und dann werden wir sehen, was gibt es zumindest an neuen Checks? Dark Death Mountain ist die offensichtliche Location, 6 Items in Logik. Wir können das Turtle Rock Medallion scouten. Was durchaus eben relevant sein kann. Da stellt sich sogar die Frage, geht man tatsächlich jetzt mit 2 gefundenen Medaillen sogar über das Turtle Rock Portal? Denn wenn man den Kane of Sumaria auf dem Berg finden sollte, ja, sehr viel hätte wäre das wirst du machen. Also ich kann immer nur sagen, wenn Turtle Rock offen ist und ich irgendwie die Chance hätte, kurz reinzugehen, vor allem so auch ohne Fireword, dann vielleicht sogar auch erst recht. Klar, ich müsste dann vielleicht einen Safe and Quit machen, das wäre dann für Spy Cave unangenehm, aber ja, mein Gott, was soll's? Es ist ein Pendant, es ist vielleicht genau das richtige Play. Also ich würde es wahrscheinlich sogar gerne öffnen und dann hätte ich schon mal mit einem Kane direkt eine potenzielle Möglichkeit hineinzuschnuppern. Aber da muss man natürlich auch immer erstmal dran denken. Also das sind Optionen. Oder man kann sich halt sagen, okay, man möchte gar nicht erst in Turtle Rock rein, selbst wenn es geht. Wenn man den Kane findet, spielt man vielleicht lieber erstmal Ice Palace. Könnte auch sein, dass man einfach den Spiegel bekommt. Dann könnte man auch wieder rüber mirroren. Also da gibt es immer noch so ein paar Fragen, okay, was passiert denn jetzt, sobald wir die Mütze haben? Es wird sehr stark darauf ankommen, was wir als nächstes finden. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, jetzt mit der Flöte und den Mütz, wir haben Zugang zur Maya Area. Ja, Maya Area ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, kann man jetzt auch nochmal mögen. Kowal muss ein bisschen aufpassen, wir haben keine Fee. Densen? Ich weiß, dass du Kingstrump machen möchtest, aber du musst die mit erst abholen. Wollte die Fee haben. Smart Movement. Ah, okay. Ja, stimmt, Densen dir zu. War Smart Movement. Nimmt jetzt aber Bonkrock mit, denn das geht auch ohne Mitz. Hattest du das gerade angesprochen? Ja, man hat eventuell seinem Tracker, je nachdem, ob man manuell oder automatisch trackt, schon seine Info gegeben. Ich weiß, was ich tue. Ich nehme das Item, das Item, das Item. Und während man sagt, ich bin smart, ich kann ja jetzt Bonkrox mit reinrouten, fällt einem dann 3 Sekunden später ein, ich könnte noch smarter sein. Ich könnte ja schon Kingstone mit reinrouten. Und dann passiert sowas. Es ist klassisch. Es ist auch alles, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Aber sowas bleibt dir als Spieler im Kopf. Du bleibst das ganze Spiel aber jetzt da und sagst, das war auch dumm. Leute gucken zu und alle im Chat schmeißen gerade die Hände über die Köpfe zusammen und sagen, kann doch nicht wahr sein. Und du selber musst drüber auch lachen, kannst aber nicht wirklich mehr. Ja, das ist
ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Man wird es nicht los. Ne? Gerade je mehr man raced, desto öfter denkt man sich, ja, ich kann den Sieg noch besser austricksen. Den einzigen, den man dann austrickst, das ist dann man selbst. Und, ja. Gut, Denson mit dem Mitz geradewegs Richtung Dark Death Mountain. Für mich keine große Überraschung. Ich gehe mal davon aus, dass Koval Ähnliches macht, obwohl wir, wie gesagt, auch die Meyer Area mit zwei schnelle Checks haben, Checkerboard Cave. Dann aber auch die Frage, wenn du Zugang zu Meyer hast, gehst du vielleicht sogar rein. Dann doch vielleicht erst auf dem Berg lieber, wo einfach mehr Items sind. Ja, auf der anderen Seite, zum Berg kannst du auch nochmal mit einem Stealth Quit sofort hin aus der Meyer Area, ist also dann auch kein so großer Umweg. Also es ist schon ein schwieriges Ding. Ich mag die Meyer Area, aber man muss nicht sein. Spiegel wäre halt noch besser für die Area, dann könnte man in den Desert auch nochmal reingucken, wenn man es unbedingt mal nötig hätte. Oder. Denson hat sich übrigens nicht entschieden dazu, das Turtle Rock Portal zu öffnen. Das heißt also, lass jetzt hier im Worst-Case-Fall den Kane liegen, den wir ja auch gar nicht groß benötigen. Nur mal kurz als Randnotiz noch. Bleibt also auch abzuwarten, ob Koval das dann machen würde. Wir finden auf jeden Fall Flippers. Damit hätten wir also schon mal die Flipper-Checks, die wir noch nie gesehen haben, bei beiden nicht zur Verfügung. Obwohl Koval jetzt die Flipper-Checks nachzuholen scheint, mit dem Steck nochmal hier auf Iceward Cave, was für ihn noch offen ist. Genau, den hatte Denson gemacht, den hatte Koval weggelassen früh. Und wir haben Ether für Turtle Rock, es ist machbar. Oder es ist zumindest aufmachbar. So Begrifflichkeit, machbar, aufmachbar, anmachbar, das ist, wenn du reingehen kannst ohne Fireward, ja, nicht beendmachbar, wenn du es nicht beenden kannst, weil der Iceward fehlt. Das sind natürlich ganz klassische Begriffe, die werden ab nächsten Jahr in der großen neuen Wendo-Fibel alle auftauchen. Absolut. Ich find's großartig. Ein Pilz noch, wir gehen rüber nach Spy Cave, dann sieht's aus, Denson läuft auf jeden Fall raus. Und Koval wird die Flipper-Checks jetzt machen, hat den Waterwalk hier aufgesetzt. Das Ding wird, Denson wird gleich auch die Flipper-Checks machen, denn was willst du jetzt als nächstes tun, außer eben die angesprochene Meyer-Area, also ja. Koval lässt Hobo erstmal weg. Wird sich gleich noch zeigen. Wird er vielleicht gleich noch, wenn er die Flippers gefunden hat, auch nochmal nachholen. Aber ja, Flipper-Checks ist die wahrscheinlichste Möglichkeit, hier vielleicht unsere Progression zu haben. Weil fragt auch mal die Waterfall Fairy nach einem Flaschenauffüllen und ja, sie steckt einfach eine kleine Version von sich selbst da rein. Das war doch knapper, als es denn vielleicht lieb war mit der Magie. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt nicht so gut aus. Die Büsche, bevor man nach Spy Cave hineinspringt, hinunterspringt, da haben die Büsche Nord, Süd, West, Ost, die vier Himmelsrichtungen. Erhöhte Chancen auf Herzen oder Feen. Also die meisten Spieler schlagen dann diese vier Büsche nochmal an und hoffen, weil man weiß, 6-7 Herzen kann manchmal kritisch werden, einfach nochmal ganz kurz 3-4-5 Herzen dazu zu bekommen. Und wir sehen, Flipper-Checks, zumindest jetzt abzüglich Hobo, die haben nichts. Ja, absolut gar nichts. Ja, Koval wird jetzt dann den Berg spielen. Frage ist, was wird Denson hier nachmachen? Er kann den Pilz noch abgeben, das würden wir vielleicht dann sehen. Hobo macht sogar fast Sinn, einen Pilz abzugeben und mal kurz 2-3 Potions zu shoppen. Also ich finde es nicht dumm. Wir haben gerade eben, denke ich mal, kommt der Punkt, wo du sagst, ich glaube, wenn ich den Pilz abgebe, kaufe ich mir 2 Blue Potions und das Thema ist durch heute. Ja. Also das ist mental das, auf jeden Fall Wichtigste. Ja. Passieren, ne? Sehen noch eine Flasche auf Soraledge. Es ist jetzt halt die Frage, ne, Hobo wahrscheinlich noch von beiden, denn es ist noch der eine relativ schnelle Check mit den Flippers, den man jetzt gerade bekommen hat. Um zu gucken, okay, wo ist meine Progression? Koval verläuft sich auf dem Berg, passiert auch ab und zu mal. Ohne Spiegel kommt er hier aber auch nicht weiter. Achso, will eine Bombe kaufen. Okay. Will ich jetzt gerade überlegen, wofür braucht Koval jetzt gerade mehr als eine? Eispill ist Bombjump. Ja, aber da könntest du auch das Bomben-Upgrade dann vorher kaufen. Das wir kommen ja auch gar nicht rein, weil wir keine Feuerquelle haben. War eine Fangfrage für dich, ich wusste das. Ich habe mich da auch dran erinnert, nachdem ich es gesagt habe aber erst. Das sind immer so die Optionen, die man dann noch hätte. Das wäre das Einzige, wo wir jetzt gerade noch viele Bomben bräuchten. Für Turtle Rock selber gäbe es in Turtle Rock eine Bombe, aber wir haben auch die Boots, wir bräuchten also maximal nur eine. Es ist so dieses Hin und Her. Aber vielleicht bist du einfach nur in den falschen Eingang rein und denkst, oh, ich habe nur eine Bombe. Ach komm, wenn ich hier bin, bin ich smart. Wir geben den Pilz ab. Ab und Kingston gerade gesehen.
Nein, da war nichts. Ja. Schauen wir mal. Und da ist der Ice Rod. Das ist natürlich Gott genau sei der falsche. Dank! Endlich ein Ice Rod. Das macht also jetzt Turtle Rock sehr viel spannender, wenn wir reingehen könnten. Ja, Pedestal hat nichts. Das haben wir bereits bei Koval gesehen. Dennis hat die Information nicht. Für Pedestal fehlt aber auch noch ein halbes Programm, das darf man auch nicht vergessen. Und wir sehen weiter die Titan-Mids-Checks, und zwar diesmal in Form von der Maya-Area. Ja. Und jetzt ist der Nachteil, Maya-Area, du wirst reingehen müssen, wenn du reingehen kannst. Das ist jetzt leider eine Option. Gut, never mind, okay. Bombos. Ja, warte, Bombos in. 5, 4. Das ist ja, gut, nicht, so, Bombos, nicht so viele Orte. Also, ja. Na, Bombos würde aber Ice Palace öffnen, in dem ja, Fall. Auf jeden Fall. Das ist der Unterschied. Und dann würdest du erstmal da angehen. Aber wir finden Bombos nicht. Von daher. Ja, was bleibt uns jetzt noch? Wir haben. Ja, Bootslock Desert. Ja, Bootslock Desert, da könnte man mit der Flöte noch relativ schnell hin. Wir haben die Smith Chain ohne Mirror. Das ist immer extrem lustig. Alles klar, ich bin im Desert. Danke, Denson auch. Das klingt halt so nach, muss nicht sein gerade, ne? Ganz ehrlich nicht. Ich meine, der Nachteil für Desert Denson ist aktuell, er hat das Patchcheck nicht. Müsste also sagen, 0 Items auf dem Boss, gehe ich jetzt hin. Gut, dann wahrscheinlich weniger. Ein Item auf dem Boss, da muss schon dahin. Das ist ein langer Weg, der hätte auch die Smith Chain spielen können. Und wir also sind jetzt gerade bei Koval, hier ist eine Fee. Ich glaube einfach mal, Denson wird Lanmo nur machen, wenn ein Item drauf ist, nicht nur für Pedestal, weil für Pedestal, du hast es gerade angesprochen, fehlt noch irgendwie das halbe Inventar. Und ich glaube, darauf dann zu spekulieren, nur damit am Ende der Spiegel auf dem Pedestal liegen kann, ich glaube, das ist dann das Ganze nicht wert, hier extra Lanmo nur zu machen. Und wenn er halt kein Item findet, dann hat Denson halt eben das große Problem, wenn du nicht zu Lanmo gehst, was machst du dann? Klar, aber das öffnet gleich nochmal Koval eben angesprochen. Wir haben 3, 4 Optionen. Alle 3, 4 Optionen sind nicht sehr angenehm. Wir könnten sie ranken und das würden wahrscheinlich die meisten Spieler auch so bevorzugen. Aber nichtsdestotrotz, man kann es auch anders spielen. Koval wird wahrscheinlich auch die Maya-Area noch aufsuchen, weil schnelle 2 Checks. Pilz noch kurz abgeben vorher. Das werden wir wahrscheinlich sehen. Und Desert ist nicht die Antwort. Das ist nicht das rechte Item. Aber ich glaube, das zweite Item muss auf dem Boss sein. Er hat kein Item gefunden. Big Chess war. Nee, ein Item fehlt noch. Genau, Big Chess war der Kompass. Genau, wir haben es gerade bei Denson auch gesehen. Das ist immer so ein bisschen die Spielerhilfe für unser Kurzzeitgedächtnis. Wir machen das also auf. Wir wissen, Smorkies gibt es keine mehr. Das ist zum Glück im Inventar nicht ersichtlich, aber mit ein bisschen Erfahrung schon. Wir sehen Karte, Kompass, Big Key. Das heißt also, die sind alle raus. Smorkies, wie gesagt, auch. Big Key ist natürlich auch schon aufgezählt worden. Das heißt, es würde noch ein Item verbleiben und das muss also auf dem Burst liegen. Und da macht sich jetzt Denson hin. Das kann aber jetzt hier auch eben der große Unterschied in dem Seed werden, wenn Koval dort eben erst zu Smith Chain geht und dort dann unsere weitere Progression findet. Denn der Weg zu Lanmo, der dauert jetzt doch ein bisschen und das Equipment, das wir haben, ist nicht das Beste. Speziell, wenn man bedenkt, dass Denson gerade keine Magie hat. Also wenn, dann muss er sowieso seine Potion trinken, damit er den Ice Rod überhaupt benutzen könnte. Ansonsten sind da Master Sword, Bogen ohne Silvers, Hammer. Alles nicht unbedingt das, womit du Lanmo machen möchtest. Ja, der Ice Rod wäre jetzt die beste Option, aber die Magie ist leider leer und das bisschen Magie, was wir finden, reicht für die Lampe. Hatte Denson Potions gekauft? Ich habe natürlich eine. Geistesgegenwärtig nicht drauf geguckt. Das wäre so ein Ort, wo du sagen kannst, vielleicht nehme ich die Potion und ich spare meinem Boss schon mal 20 Sekunden. Das wäre jetzt eine Option. Wir werden sehen, worauf sich Denson entscheiden wird. Nimmt das Buch. Er liest sie zu Tode. Gehen. Ja, und Koval sieht wohl geht hier nach Smith Chain aus. Smith Chain. Yep. Also das könnte hier so eine kleine Vorentscheidung vielleicht in dem Seed werden. Ja, wir nennen es mal Führungswechsel. Also, wir nennen es mal Führungswechsel. Das ist gerade so der Punkt, was macht Denson als nächstes? Denson ist ja auch in einer Minute durch. 2, je nachdem wie die Slumlords laufen. 3, wenn wir noch sterben sollten. Da müssen wir also mal aufpassen. Und dann wird Denson wahrscheinlich ja auch Richtung Smith Chain gehen. Und dann hätten wir einen Führungswechsel, weil Denson hat sich ein bisschen Zeit wieder vorgekämpft gegenüber Volk Korval. Ja, das sind lange 2 Minuten hier. Und es sind nur Bomben. Lanmo war es nicht. Koval verpasst den Eingang. Ja,
Isoliert gleich ein bisschen die Purple Chest, wenn er es denn möchte. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man zuerst Hammerpacks spielt, jetzt den Schmied abgibt, der Schmied hat auch nichts. Ja, was macht man dann? Dann ist es nur noch ein Check in der Dark World, dann kannst du immer noch sagen, ich gehe vielleicht nach Desert lieber, dann bricht es wieder ab. Zu oft schon erlebt. Ah, auf der anderen Seite hat Desert halt auch eventuell eben das Item hinter Lenmo und Koval weiß, dass Pedestal nichts hat. Von daher ist Lenmo vielleicht als Option eher unattraktiv, wenn da ein Item noch drauf liegt. Ah, dann jetzt zu Hobo. Da war Koval auch noch nicht, oder? Nee, Hobo ist auch noch offen von beiden Seiten. Das war so der nächste, wenn ich mal Safe and Quit mache, Momentum. Den haben wir jetzt hier bei Densen gerade gesehen. Mal gespannt, wie Koval das gleich spielt oder was jetzt der Schmied zu sagen hat. Catfish wäre übrigens auch noch eine der weiteren Optionen, die man hätte auch eher Sternchen spielen können. Ja. Neben Hera Basement. Oh, das Powder, das vielleicht gar nicht so verkehrt für Densen. Denn das kann man dann schön mit Desmond Chain verbinden und der Schmied hat nichts. Ja, wie macht Koval weiter? Koval nimmt die Flöte. Nach halbem Rauslaufen. Densen geht zur Smith Chain. Und Koval geht auch zurück zur Purple Chest. Also, beide jetzt gerade im Smith Chain zu Hause. Densen kann nach dem Schmied das Puder noch abgeben. Wir werden gucken, ob Densen Hammerpacks schon erstmal mitnimmt oder nochmal liegen lässt. Tatsächlich dieses Stein hochheben und runter und allem drum. Das ist schon sehr nervig, aber es ist halt so. Auf der anderen Seite drauf. Ja. Wenn da der Spiegel liegt, dann wird auf einmal die ganze Smith Chain extrem viel angenehmer. Ja, von daher. Es kann ja aber auch einfach nur Bombos drauf liegen. Dann haben wir auf einmal Meier offen und darüber hinaus ist auch noch Eis. Densen hat den Spiegel nicht. Auch das ist jetzt natürlich nochmal der. Ich habe einen Meter zu weit gehabt. Er will doch Hammerpacks auch so nochmal spielen. Ja, gut. Ja, aber das ist halt eben vielleicht genau dieser Gedanke, wenn der Spiegel hier liegt, Schmied schon mal mitnehmen, den möchte ich machen. Koval läuft doch mal 3 Meter raus. Ja, es ist halt, du zockst auf einen Wenn-Dann-Momentum und du gewinnst ein paar Sekunden, wenn du recht hast, du verlierst ein paar Sekunden, wenn du falsch hast. Es ist halt eine rauf und runter. Ja, dann läuft auch nochmal raus. Aber eben so auch all diese Kleinigkeiten, erst nochmal rauslaufen und das extra Screen-Transition, bevor man den Safe and Fit macht. Ja, auch das sind alles Sekunden, wenn das der eine macht und der andere nicht, die man dann eventuell verliert. Dementsprechend, Purple Chest ist es auch nicht, also so langsam. Ja, sind wir bei der Smith Chain, Hera Basement, Catfish. Na, Koval jetzt nach Desert. Ja, es war klar, dass Desert irgendwann lukrativer ist als die anderen Checks und dadurch. Nach der Purple Chest auf jeden Fall. Kann aber das Puder wieder gefährlich werden, genau. Auch gerade. Also, das wäre auf jeden Fall ein Check, den hätte man noch spielen können. Eventuell gegebenenfalls. Wir werden gleich sehen. Wir wissen bei Densen jetzt schon, Purple Chest Schmied nicht spannend, aber das Puder hier auf der rechten Seite, ein Hammerschlag entfernt, das könnte mal was geben. Und wir brauchen langsam was. Ja, unsere Optionen werden dünn. Ja, also, wir haben noch Hera Basement, wie du gesagt hast. Wir hatten noch irgendwas anderes. Meine ich? Catfish auf jeden Fall. Catfish. Oder ein Herzteil. Nicht das Powder. Hinterm Puder. Ja, und jetzt natürlich Hera Basement und Catfish, beides Optionen, die fühlen sich jetzt unfassbar dämlich an. Hera Basement für Densen vielleicht sogar noch ein bisschen unangenehmer, weil er mit der Lampe oben war und es hätte machen können. Densen hat auch noch Spiral Cave offen, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Geht jetzt auch nochmal für die Purple Chest. Gut, aber immerhin, ich meine, für Koval ist Spy Cave noch offen, meine ich, oder hat er das gespielt? Doch, hat er gespielt, hat die fehlbekommen. Das wäre jetzt auch so eine Sache gewesen, aber in beiden Fällen würdest du trotzdem erst Hera spielen. Also auch Densen würde erst Hera und dann zurücklaufen. Du springst nicht Spiral Cave für Nada. Ja. Klar, ne? Es geht aber vielleicht eher die Frage, mit Aga gemacht, Catfish ist angenehmer zu erreichen als in anderen Seeds. Also könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass wir Catfish tatsächlich vor Hera hier nochmal sehen, speziell im Fall von Densen. Der hätte Hera Basement. Ja, beide haben Aga gespielt, beide ist Catfish ein, ich laufe ins Portal, hab die Hälfte des Weges schon geschafft. Also es ist für beide relativ okay, Catfish zu spielen. Ja. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir bei Koval die umgekehrte Situation. Er war oben in Hera ohne Feuerquelle und könnte jetzt halt wissen, okay, wenn Densen eben zuerst in Pot war und
die Lampe dann eben schon hatte, als er Hera gemacht hat, hätte er Hera Basement halt machen können. Also dann hätte Kowal hier jetzt eben den Nachteil, wenn es Hera Basement ist. So, wir sehen auf jeden Fall Catfish bei Denzen. Denzen hat auf jeden Fall auch schon das Puder von Hobo. Sollte Kowal noch nach Hobo schwimmen, Puder holen, dauert es auch noch ein paar Sekündchen. Ja, wer hat recht? Wer findet das nächste Item? Vor allem, Denzen hat auch noch Darkcross offen, oder? Ja, das gab's auch noch, stimmt. Aber ich denke, der Check ist mittlerweile aber auch schon wirklich zu, wenn da was ist, ist mir jetzt auch egal, Momentum. Also, das ist halt die Frage, was geht im Kopf vor? Welche Checks hast du schon wirklich mehr als abgeschrieben? Und wir haben es ja schon öfter mal gelesen, Safe Letzter. Das ist so die mentale Geschichte, die bei beiden aber irgendwo nachher drin ist. Beide wissen, wir haben ungefähr 1.15, 1.12 auf der Uhr. Wir runden schon mal ein bisschen auf. Und uns fehlt hier immer noch ein Katalog von Items. Und wo fehlt uns noch ein Katalog von Items? Wir brauchen immer noch ein Fireball, wir brauchen immer noch einen Spiegel. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die wir definitiv benötigen werden. Und der Cane of Somaria kann auch immer noch nötig werden. Das darf man auch nicht komplett vergessen. Ja, der kann gleich kommen und dann ist Turtle Rock schon interessant. Vielleicht gibt es auch ein Firewood und einen Cane und dann ist am Ende der Spiegel irgendwo in TA. Also wir müssen gucken, wie es genau weitergeht. Das kann jetzt alles Mögliche passieren. Es könnte einen Bombos geben. Kowal spart sich hier die Animation. Er weiß, der Boss hat nichts. Der Nachteil für Kowal, er kriegt keinen Magic Refill, falls es nötig sein sollte. Und bei Denzen sehen wir jetzt, glaube ich, gerade eben Dark Cross. Und ja, ja. Da hat er jetzt tatsächlich auch noch das Problem, er wird jetzt hier einmal eine extra Runde drehen müssen. Ja, er ist sich dessen zumindest bewusst. Aber ich hätte es vergessen. Ich wundere mich schon. Ich hätte eiskalt vergessen. Ich bin ja gerade durchgelaufen von einer Minute, ich hätte es wieder vergessen. Ah, ganz trocken. Ja, ja, aber auf der anderen Seite, Kowal checkt jetzt das Puder und geht danach auch das Puder wegbringen. Und wir werden beide ungefähr zeitgleich mit dem Check sehen. Wir werden beide danach wieder mit der nächsten Entscheidung sehen. Also, es ist hier eigentlich auf Augenhöhe. Es ist gerade wirklich Kopf an Kopf. Beide könnten gleich sich auf der richtigen Progression Chain, auf der richtigen Weg zur Progression aufmachen. Was Hera Basement ist? Ich glaube, wir haben tatsächlich nur noch Hera Basement offen über beide Runner. Ich glaube, beide Runner nach dem Powder-Check bei Kowal und nach Darkcross bei Denzen sind auch auf einer Hard Last Location Hera Basement. Was für Kowal halt einfach ärgerlich ist, aber mit seiner Entscheidung früh auf den Berg zu gehen und dort die Boots zu finden, hatte er auch keine große andere Wahl. Bei Denzen fühlt sich das Ganze doppelt so schlimm an, eben weil er die Wahl hatte und sich dagegen entschieden hat. Wobei, Denzen hat halt auch noch Spiral Cave, muss man dazu sagen. Also es ist ja keine 100% die Last Location, aber er wird erst Hera machen. Ja, aber Denzen weiß definitiv, dass irgendwas mit dem Berg zu tun hatte. Also er hat den richtigen Riecher, er freut sich schon. Die Frage ist nur, weiß er von beiden Optionen, die auf dem Berg liegen müssen, sowohl als auch? Oder hat er vielleicht doch nur noch eine offen? Gab es irgendwo nochmal ein Tracking-Problemchen? Kowal geht auch raus, Kowal geht auch nochmal nach Kakariko. Kingstone bei Kowal? Kowal war auch in der Skywoods. Hat Kowal die Bumper Ledge nie gecheckt? Ich bin gerade hart überfragt, oder ist das ein Versuch, zu Catfish zu gehen? Das könnte Catfish dann noch sein als Option. Wäre aber wahrscheinlich über das Agar-Portal einfach ein Ticken schneller. Ja. Aber okay. Aber Catfish war eben Kowals Option noch und dementsprechend Spiral Cave bei Denzen. Catfish bei Kowal. Und ja, dann. Sie wollen halt wirklich die absolute Last Location ausreizen. Ja, also Denzen weiß, dass es noch Hera existiert. Das ist schon mal als Vorwarnung. Er geht auf jeden Fall raus und geht auf den Weg zu Hera hoch. Kowal wird es auch wissen. Beide werden sich wenig freuen. Und das ist jetzt aus Zuschauerperspektive interessant. Wir haben vielleicht einen Vorteil Denzen von einer guten 1,5 Minuten. Wir haben aber nichtsdestotrotz ein Rennen, was hier nicht entschieden ist. Für die beiden Runner sind wir jetzt bei der 1.15er Marke angekommen. Wir sind immer noch nicht einen Schritt weiter. Wir sind immer noch dabei, das Item zu holen. Und wir wissen, der Seed wird hier nicht unter 1.40, 1.45 ausgehen. Und das weißt du, das realisierst du, das ist dir bewusst. Und du weißt ganz genau, wenn, dann hätte mein Gegner, aber vielleicht. Und schon hast du keinen Nerv weiterzuziehen. Jetzt heißt es einfach,
mental dabei zu bleiben. Ja. Weil es wird jetzt auch darauf ankommen, was, egal was wir finden, da gehen weitere Checks auf, aber halt mehr als, ne, oder eine Option mehr als du zurzeit machen kannst. Und wer dann halt eben Gomo zuerst findet, wird den Vorteil haben. Ja, ich meine, die Optionen sind jetzt sowas wie Spiegel, dann werden beide relativ zeitig Swamp mit einem Full Clear Crystals First spielen. Weil wenn jetzt irgendwas was wie ein Bombos kommt, werden beide zuerst Ice Pelz und Schattenmeier spielen. Also wir werden jetzt hier, wenn wir die Crystals bevorzugen, immer ein Crystal spielen. Und wenn wir ein Firewood finden, dann können wir nur nach Skywards noch gehen. Ja. Also wir sind ja ein bisschen limitiert. Also ja, nee, Firewood könnten wir auch Ice Palace machen. Also, ja, und da hast du auch trotzdem zwei Crystals, die du machen kannst. Ne? Ja, aber und trotzdem hättest du dann, du musst ja Skywards beenden, das ist ein Crystal. Yeah. Und Skywards ist mittlerweile eine Einbahnstraße, es sind nur noch Items hinten. Le Firewood. Jupp. Und wie gesagt, ich sehe erst Skywards interessant. Ich meine, für Dennis ist noch ein bisschen Nachteil wegen Pet, Fragezeichen. Aber lass jetzt noch in Skywards den Somaria liegen, das wäre das einzig spannende Item noch. Also, ich glaube, bei Danson musst du inzwischen auch einfach an den Punkt angekommen sein. Wenn es Pet ist, dann, ja gut, dann kann es nur der Spiegel sein, dann ist es halt so, dann wirst du es auch nie erfahren. Denn du musst immer noch Bombus finden und den Kane, ja, ja, bevor es überhaupt eine Option ist. Ja. Und, ja. Absolut. Und wir wissen ja, mit dem Spiegel sind wir im Go-Mode, Klammern, Kane of Somaria. Der kann noch für Gens Tower etwas spannender werden, aber das ist erstmal noch weit hin und beide würden erstmal nicht drauf spielen, den noch zu finden. Also, spannendes Spiel, ungefähr 1,5 Minütchen, die uns beiden trennen. Beide werden sich mental gerade total gut fühlen. Denson hätte den Firewood eher haben können, aber hätte, so ist Wendo. Ich kann es nachvollziehen, der frühe Tod in Eastern ist wahrscheinlich die Erklärung, warum man ein, zwei Sachen eben ausgelassen hat. Und es ist verständlich. Ja, und Denson hat den Check übrigens auch nie gemacht, aber das ist mir vorhin, als Kovac ihn gespielt hatte, dachte ich mir schon drüber nachgedacht, aber hier war auch nichts Spannendes drin, deshalb nur halb so tragisch. Aber das wäre jetzt halt eben so die Situation, wie sie halt bei der Runner unterschiedlich ist. Kovac hatte keine Chance, den Firewood früh zu holen. Mit seiner Entscheidung auf dem Berg den früh den Zickensprank anzugehen, hatte er schlicht keine andere Option. Und wenn du einmal hier oben auf dem Berg warst ohne Feuerquelle, dann gehst du nicht mehr zurück. Das kannst du nicht mehr machen. Da gestehst du dir ein, wenn dein Gegner mit der Feuerquelle oben war, dann hast du da einfach zu viel Zeit aus. Das heißt, Koval wird darauf hoffen müssen, dass Denson eben, ne, ebenfalls Zeit verliert. Gekartet hat. Ne? Ja, genau. Also die Frage hat eben nochmal, wie steckt man sowas mental weg, wegschieben oder einfach weiter belastend, weiteren Fall. Also das Problem ist, du kannst sowas nur versuchen, irgendwie wegzulachen. Du hast irgendwie Waste-Time auf, du weißt ganz genau, es kann sein, dass der Gegner in 10 Minuten, 5 Minuten durch ist. Du wirst aber auch wissen, dass wenn du Gens Tower betrittst und der Gegner ist noch nicht durch, bei ihm auch irgendwas sehr, sehr schief gelaufen sein muss. Und an der Stelle wiederum musst du es durchspielen. Also du wirst wissen, du kannst wahrscheinlich nicht mehr viel ändern. Spätestens wenn du im Go-Mode bist, ist es ein Runterspielen. Und dann muss man einfach nur versuchen, das irgendwie durchzuspielen. Vielleicht mit einer Niederlage rechnen und immer noch gucken und dann am Ende möglichst keine Fehler machen. Da ist der Kane. Ja, ich muss sagen, Denson macht hier aus meiner Sicht einen kleinen taktischen Fehler, speziell ohne Spiegel erst die Kiste unter der Brücke zu checken. Die Motte ist ein Crystal, du musst es sowieso machen. Die Motte kann kein Small Key haben. Gut, ich glaube, wir haben eh alle raus, das heißt, da ist das weniger wichtig. Aber du kriegst halt von der Motte einen freien Port zurück an den Dungeon-Eingang. Ja, du musst nochmal reingehen, aber du kannst dann halt unter der Brücke raus safe und quitten. Also Koval wird hier im Vergleich ein paar Sekunden zurückholen können. Ja, wegen der Kane-Diskussion, wir haben es gerade gesagt, wir spielen Crystals zuerst, also wenn wir gleich beide nach Ice Palace gehen. Ice Palace ist mit dem Kane cooler als ohne, also von daher ist es in Ordnung, ist es ganz schön. Und was können wir danach machen? Wir haben bis jetzt eigentlich nur ein Firewood in Kane gefunden, bleibt mit Turtle Lock offen. Also von daher, wir sind mit dem Kane, es ist zwar unangenehm, aber wir haben keine Entscheidungen. Wir sind immer noch limitiert. Wir haben eine Entscheidung, wir haben Red Bomb. Ja, das wäre die einzige Entscheidung, die wir noch auftreten könnten, die noch zu spielen, ja. Aber das ist halt auch, die Red Bomb kostet 1,5 Minuten. Also wenn du die jetzt machst, der Gegner macht Turtle Rock und hat recht, dann hast du hier auch einen Nachteil. Also es ist keine Entscheidung, ja, du machst ganz klar das zuerst, weil die Red Bomb hat 2 Items, Turtle Rock hat 6. Turtle Rock dauert aber auch für 6, 7 Minuten, die Red Bomb 1,5. Wir kriegen noch ein Schwert bei der Motte, beide Items raus jetzt, Schwert und Somaria. Koval wird jetzt auch nochmal runtergehen und wie du sagst, danach den Safe and Quit. Das heißt also, Denson ist hier nur noch ein Item in Skullwoods Pforte und das ist damit im Self-Quit auch kein Rückweg für Koval.
Also wir sind runter auf 20, 30 Sekunden. Beide, Eispelt als nächstes, da gibt es keine Diskussion. Ja. Kowal hat die Option eben zu sagen, das letzte Item auszulassen. Ich glaube, er war sich gerade unsicher, ob er beide Items raus hat. Ja, und hat dann nochmal irgendwie nachgeschaut und geht lieber doch sicherheitshalber noch rein. Auf jeden Fall wichtig. Denn den Kane möchte er auf jeden Fall haben. Denn erstmal müssen wir sowieso den Spiegel finden. Zweitens brauchen wir den GTB-Key noch. Und drittens ist Ice Palace auch, selbst wenn wir den Kane nicht bräuchten, einfach komplett angenehmer. Was fängt der Kowal vor? Dachte Kowal, wenn er einen Spiegel hat, will er ganz gerne Deathwarpen oder raus? Ja. Kowal nochmal mit ein, zwei. Ja, ach, es war ein Bummy. Ah, okay, aber den hätte ich ausgesessen zur Not. Er hat lieber den Damage rausgenommen. Ich hätte ihn auch ausgesessen. Ich glaube, es macht kaum Unterschied. So, kaum Unterschied bei den Reispellis. Kowal nimmt jetzt hier den Fußweg, Densen die Flöte. Und jetzt sind wir auf dem Punkt, und das ist eben etwas, was beide wollen nicht wissen. Wir sind hier sehr wahrscheinlich sehr Execution-lastig. Wer also schneller und besser durch die Räume kommt, wird hier einen Vorteil ausspielen. Also klar, es geht noch darum, wie du sagst, ist es gleich Red Bomb versus Turtle Rock. Aber das wird die einzige Entscheidung im Seed noch sein, die offen sein wird. Es kann sein, dass wir irgendwo noch ein Bombers-Medaillon finden und dann haben wir noch die Meier-Option, die noch dazu noch kommt. Aber Spiegel ist hier für beide Runner hundertprozentig der Go-Mode. Und das heißt also, wir sind Execution Race. Denzen hat den Schalter nicht umgelegt. Ja, es ist immer so eine Sache. Mit dem Kane of Sumaria müssen wir den Schalter nicht umlegen, dann müssen wir aber den Big Key finden. Das heißt, wenn Denzen jetzt den Spiegel bekommt, hier in Eis, dann müsste er trotzdem noch Thron aufmachen, bis er zumindest den Big Key findet und muss mindestens einen Small Key holen. Ja, einen haben wir gefunden, das ist also zum Glück okay, aber das ist eben die Gefahr, die man beachten muss. Da ist der Big Key Gefahr gebannt. Aber wir haben keinen Bomboss, also wir müssen ein bisschen auch auf die Magie beim Boss aufpassen. Und diesen Stein, den wir nicht haben, diesen Magia-Block, den wir setzen müssen, kann am Ende dein Magic-Management ein bisschen, holprig gestalten tatsächlich. Ja gut, Denzen sollte immer noch die Blut-Potion in der Hinterhand haben. Absolut, also absolut. Aber sie ist dann weg. Genau, die wäre dann weg, aber es wäre zumindest nicht der Untergang. Die große Frage ist für mich bei Denzen immer, nimmt er Ice-T mit? Weil da sehe ich ihn halt wirklich in... Wir haben jetzt zwei Items raus. Also es ist so diese... Du hast den Schalter nicht umgelegt, du kommst halt gut nach IST, du musst irgendwie den anderen Weg laufen, du kannst jetzt hier durchgehen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ein Magic Management ein bisschen. Das wird recht problematisch. Jetzt mit der Anti-Fairy erst recht das Problem. Also bei Denzen geht auf jeden Fall die Potion flöten. Oder er muss den Umweg nochmal laufen, den Small Key ausgeben, Magie nochmal restocken, bevor er weitergeht. Behält dafür die Potion. Das muss er dann selbst entscheiden. Ice-T hat nichts, beide auf dem Weg nach Ice-T, beide kriegen eine Karte und beide danach auf dem Weg zum Boss. Hatte Kowal den Schalter umgelegt? Einfach nicht ansprechen. Du darfst sowas nicht ansprechen. Wir erwähnen das erst, wenn wir es sehen. Ich glaube nämlich sogar auch nicht. Es war relativ zeitig hinter Denzen dabei, aber ich kann mich da auch getäuscht haben. Ja, aber dann, ich glaube, wir hatten noch nicht alle Items raus, dementsprechend holt der mit dem letzten Item. Denzen geht die Magie nochmal auffüllen, das sind nochmal ein paar Sekunden, die wegfallen, dafür bleibt die Potion aber da. Das sind noch ein paar mehr Sekunden, dank dem Bunny Beam. In der Regel sieht man Runner den Schalter wieder zurücklegen, nachdem man den erstmal umgelegt hat, damit der Bunny Beam halt erst verpufft in den Packs. Ja, und es bleibt weiterhin knapp zwischen den beiden. Kein wirklicher Vorsprung, kein wirklicher Nachteil. Auch Kowal den Schalter umgelegt, muss also kurz aber noch den Umweg laufen. War schon ein Ice-T, hat aber ein Small Key, will also auch gleich ganz gerne die Magie holen. Das ist der einzige Grund, warum er den Small Key mitnimmt. Das andere macht keinen Sinn. Wir sehen jetzt den Coldstair-Fight bei Denzen. Haben eigentlich gute Upgrades, was HP angeht. Die Rüstungen sind ganz nett. Dementsprechend mit dem guten Schwert auch weniger ein Problem. Coldstair ein bisschen aus der Ecke rausgekommen, aber ein relativ solider Fight bei Denzen. So, Kowal hat jetzt auch definitiv noch die Magieprobleme, muss also hier rüber.
Ja, es gäbe noch eine Option, dass man eventuell mit den Swordbeams arbeitet und dann seinen Fireward-Schaden ein bisschen zu verdoppeln, indem man also quasi zweimal trifft, einmal mit Swordbeam, einmal mit Fireward, und es zählt dann trotzdem beides gleich, etwas komplizierter. Aber mit der wenig Magie gar keine Chance. Ja, und wir haben jetzt keine Option. Das wird jetzt Turtle Rock. Mehr ist nicht offen. Und von daher, Red Bomb. Ja, genau. Also, Denson geht noch auf die Red Bomb. Wir haben es gerade angesprochen. Das sind gute Minütchen, 1,5. Hat dafür aber eben, wenn da der Spiegel ist und der Gegner geht nach Turtle Rock, quasi den Sieg auf dem Controller. Auf der anderen Seite geht Koval gleich nach Turtle Rock und dafür nicht zur Red Bomb. Dann wird es einen Führungswechsel geben, aber es ist immer noch ein relativ knappes Rennen. Also aus Densons Perspektive, so blöd wie es klingt, vielleicht die beste Entscheidung. Aber das können nur wir beurteilen, er nicht. Genau. Ja, bei Koval, der Kampf gegen Kohlstem misslingt auch so ein bisschen. Er hat versucht, die Swordbeams einzusetzen. Haut Kohlstem Koval ein bisschen mehr ab, aber kommt dann doch noch gut zu Ende. Ja, unser Plan heute wird sein, dass wir noch die Auslösung haben für die Gruppenphase. Unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, ob es noch ein Spiel 3 gibt oder nicht, würde das dann gleich hier im Anschluss stattfinden. Wie auch immer das aussieht, das wissen wir selber noch nicht genau. Und sollte es ein Spiel 3 geben, sollte also hier Koval gewinnen und wir ein Spiel 3 der beiden erwarten, dann würde das dann nach der Auslösung stattfinden. Sofern das nicht alles 3 Tage dauert. Das bleibt abzuwarten. Und das nur schon mal als Fahrplan. Geht auch zur Red Bull, damit wird Denson hier seinen Vorteil auf jeden Fall erst einmal behalten. Genau, wir haben keinen Vorentscheid, wir haben keinen Führungswechsel, sondern es bleibt erstmal Status Quo mäßig. Und das ist Turtle Rock. Status Quo ist natürlich nicht Red Bomb. Ja, gerade eben schon angesprochen, die einzige coole Option, die wir hätten, wäre jetzt ein Bombus-Medaillon in Turtle Rock. Gehst du raus oder gehst du weiter? Und ich glaube, mit einem Bombus rauszugehen, da musst du schon richtig Bock haben. Also das, ich würde gerne andere Vergleiche nutzen, ich lasse es lieber erstmal dabei, aber das ist so, das machst du nicht mal eben. Also da muss man schon wirklich hinterm Controller sitzen und sagen, das ziehe ich jetzt durch. Also ich glaube, das traut sich keiner von beiden, um es mal so auszudrücken. Es ist wahrscheinlich aber auch die bessere Option, nicht rauszugehen tatsächlich. Also, ja. Es kommt ein wenig darauf an, wo du das Bombos findest. Man muss halt bedenken, du hast 2 Items in Maya gegenüber, was auch immer noch in Turtle Rock verbleibt. Ja, aber und wie nah du an der Laser Bridge bist. Ja, aber wenn du Turtle Rock vorne drin auf der rechten Seite findest, dann kannst du dir überlegen, ob du dieses Risiko eingehen willst. Vielleicht noch am ehesten. Oh, ja, aber selbst dann investiere ich aber 4 Minuten. Das ist halt immer noch. Oh Gott. Ja, also ich würde nie sagen, es ist das bessere Play, aber es wäre zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall für mich noch eine Option, wenn ich wirklich sagen möchte, okay, ich möchte. Also wäre es andersrum, wäre jetzt Swamp Palace das Pendant und Maya und Crystal, dann würde ich sagen, ich finde einen Spiegel hier drin, dann würde ich vielleicht wirklich abhauen. Dann würde ich sagen, ich gehe lieber Swamp für 6 anstatt Turtle Rock für 5. Wenn ich den Spiegel früh finde. Aber mit einem Bomboss, was dir nur Maya öffnet, wo der Boss und ein Maya Full Clear mit etwas Pech dir den kompletten Spiel nochmal richtig versauen. Boah, da musst du, also wie gesagt, wenn du dich behind fühlst, machst du es vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass beide sich darauf trauen. Das ist wirklich eine schwere Sache, da dann den Start zu drücken und dann abzuhauen. Oder Select oder eine Taste auf dem Controller, die das Ding öffnet. Was vielleicht noch so ein bisschen reinspielen könnte, Denson hätte hier den Vorteil des Spiel 1 gewonnen. Also hat im Prinzip ein Extra-Leben, wenn man so möchte. Das könnte ihm halt so diese Entscheidung ein bisschen angenehmer machen, als es sonst wäre. Aber an sich, wenn du jetzt hier nicht gleich noch Bombos findest, dann musst du, glaube ich, sowieso bis zum Ende durchgehen. Und selbst wenn, also es sind immer noch 5 Items. Ich glaube, wir können auch ganz einfach bleiben und sagen, das Spiel ist in der ersten 2 Kisten, das ganze Problem ist ja erledigt, das wäre Standard. Aber es ist Bombos in den ersten 2 Kisten und nicht der Spiegel. Also wir kommen genau zu der Entscheidung, die wir angesprochen haben. Ja. Ich wollte die ganze Diskussion leider beenden, aber wie es aussieht, habe ich es nicht geschafft. Also Denson geht weiter. Ja. Ich erwarte, dass Koval das auch macht. Es sei denn, Koval hat eben dieses Ich fühle mich hinten. Auch da hätten wir jetzt eine Spielentscheidung. Sollten wir jetzt hier an der Situation unterschiedliches Spiel sehen. Denn das bekommst du nicht mehr aufgeholt, wenn du dich jetzt falsch entscheidest. Und falsch entscheiden heißt, dorthin zu gehen, wo der Gegner nicht ist und dort auch nichts zu finden. Das ist die Falschentscheidung, die wir nicht haben wollen. Wenn jetzt gleich Koval rausgeht und findet in Maya den Spiegel, dann hat er sich richtig entschieden. Und dann hat sich Denson falsch entschieden. Das Spiel ist
quasi entschieden. Pat ist schon gecheckt, Pat hat nichts, dementsprechend selbst wenn Denzen auf Pedestal spielt, muss er Meier beenden, wird den Spiegel finden, Problem hat sich erledigt. Also für Denzen ist Pedestal gerade eine logische Konsequenz, die er unumweichlich eh spielt, wenn er alles mitnimmt. Kowal geht auch weiter, wir bleiben also dabei, kleiner Vorteil Denzen. Genau. Na, was man vielleicht auch noch anmerken müsste, Kowal hat die Information, dass Pedestal tot ist, Denzen nicht. Das heißt, für Denzen wäre es mit der Option oder mit der Möglichkeit, okay, vielleicht ist der Mirror jetzt noch auf dem Pedestal, weil wir haben jetzt gerade eben doch noch alles bekommen, was wir brauchen. da müsste Denzen dann trotzdem Turtle Rock beenden, da ist auch noch das Green Pendant hinter, also für ihn macht es durchaus mehr Sinn, einfach zu sagen, okay, ich gehe Turtle Rock und wenn es Pet ist, dann muss ich am Ende sowieso alles machen. Ja, bei Kowal wäre halt eben darum wieder die Option gewesen, okay, er weiß, dass das Pet ist, der tot ist, das heißt, für ihn sind es zwar nur die zwei Items in Meier, aber für ihn hat halt auch Trinix keinen Wert, erstmal. Abgesehen halt vom Green Pendant. Ja, und dementsprechend ganz hätte kurz es noch das für Ganze die, minimal leichter gemacht, aber... Ganz kurz noch für die Buchmacher, wir haben gerade eben noch die Blue Potion bei Denzen gesehen, das heißt also, das sind wir jetzt mit Potion technisch gesehen nicht mehr groß verfügbar. Hätte auch pudern können auf dem Rückweg, hätte dann da die Antiframe mitnehmen können, hätte, wäre, wenn, ist nicht passiert. Wir haben also keine Potion mehr bei Denzen, sollte also irgendwas mit 14 Herzen, Blue Mail und Co. schief gehen, vor allem in Gens Tower, Gen Kampf, Gens Tower, das für den Hinterkopf. Ja. Aber wir wissen auch von den Silvers, das wissen beide, dementsprechend Magiebedarf in Gens Tower sollte. Wenn wir die Silvers dann mitnehmen. Sein. Aber ja. Nichtsdestotrotz, es ist halt immer noch diese eine Reserve für irgendwas geht ganz doll schief. Und wir sind bei Minute 34, wir sind nicht im Go-Mode, wir sind nicht vor 1,40 in Gens Tower. Da ist das schon so ein bisschen der Punkt. Kowal nimmt die Feen hier mit. Ich weiß nicht, ob Kowal noch eine Potion hat. Ich glaube nicht. Kowal müsste mindestens eine Fee haben, die er von Waterfall Fairy bekommen hat. Die hat er nicht losgelassen? Ich weiß es nicht mehr. Achso, die war später erst, ne? Ja. Die war später erst, nach dem Berg irgendwann. Vorm Berg noch, aber nach den Mids. Ja, ganz komisch, die Waterchecks dazwischen gespielt. Was übrigens für keinen der beiden Runner eine Sorge sein sollte, ist Mimic Cave, denn da kommt man nur mit Spiegel ran und wenn wir den Spiegel haben, dann können beide Runner sagen, ha, Mimic Cave interessiert uns eh nicht. Ja. Aber ja. Das halt eben auch so ein bisschen halt eben die Gewissheit, wenn du Pendant Turtle Rock spielst und Mirror Go Mode hast, dann wird dir Mimic Cave auf jeden Fall kein Bein stellen können. Ja, aber Laser Bridge stellt sie dir nur ein Bein. Wie sehen die Laserskips gerade aus? Der erste klappt gut. Das war ein bisschen wild, aber nicht getroffen worden. Haben volle Herzen, das wäre also nicht das Problem. Haben auch noch eine gute Magie, könnten zur Not also auch das Cape eben nutzen. Kommen das Mirror Shield, das ist natürlich ein guter Scherz. Aber eventuell noch ein Item auf dem Boss, auf jeden Fall das Green Pendant. Beide werden den Boss spielen, wenn sie schon bis hierhin laufen, gar keine Frage. Ja, das Green Pendant wirst du abgeben und dann geht's nach Meier. Ich denke mal, da werden wir keine Differenz sehen. Das wäre nochmal eine Option, die wir noch entscheiden könnten. Aber mich würde es stark wundern, wenn jemand sagt, ich lasse es liegen, gehe sofort dahin. Also wenn du Turtle Rock bis Trinix durchspielst, dann muss das Green Pendant doch abgehen. Das Einzige, was du hättest machen können, ist nach der Laser Bridge zu sagen, okay, hier ist kein Item mehr in Turtle Rock. Es ist nur noch Green Pendant. Pedestal wäre tot bei Kowal, das weiß Denzen nicht. Das heißt, für ihn ist das auch nicht so wirklich die Option. Dann hätte man halt sagen können, okay, man geht auf die zwei Items in Meier statt auf das Green Pendant. Das ist für Denzen aber hier eben nicht gut machbar, eben dadurch, dass er nicht weiß, ob das Pet tot ist. Ich weiß nicht, ob Trinix vielleicht nicht auch noch ein Item hat. Ich habe natürlich nicht mitgezählt. Wer würde das als Kommentator schon tun? Und dementsprechend, ja, keine Option hier. Wegen Optionen, was soll die Worst-Case-Optionen wären? Ich warte kurz ab, ob wir einen Spiegel sehen oder nicht, bevor ich das weiter ausschweife, denn das wäre jetzt sonst auch verschwendete Lebenszeit. Das einzige Item, was wir noch nicht kurz gesehen hatten, wäre noch eine Schaufel. Und kein Item mehr, okay. Das Problem, was wir jetzt noch hätten, lass uns in Meier eine Schaufel und ein Item finden und Denzen geht vielleicht noch zum Boss durch, wegen Pedestal. Ich meine, das könnte nochmal wehtun. Das wäre auch die einzige Option, die wir hier als Differenz sehen könnten, die wehtun könnte. Ansonsten ganz klar, wir werden das Green Pendant sehen, wir werden anschließend Mizzou Meier sehen und dann ist für den Spiegel nicht mehr viel Luft. Pedestal hat keinen Spiegel, das wissen wir, oder zumindest Kowal. Kowal weiß das und Kowal geht auch hier extra für das Green Pendant auf Trinix. Ja, musst du machen. Ja,
Musst du machen. Ich weiß, dass du das sagst. Es ist halt eben jetzt für Kowal mit dem Wissen, dass Pat tot ist, die Entscheidung zwischen ein Item auf Green Pendant versus zwei Items in Maya. Aber du kommst halt nie wieder hier zurück. Ja, wenn du zocken möchtest, ne, wenn es deinem Gegner genauso geht, hast du jetzt hier eben nochmal die Möglichkeit, dir eine Minute Fight gegen Trinex und 30 Sekunden zum Green Pendant laufen zu sparen. Hättest damit das Race verloren gehabt. Aber es wäre eine Option gewesen. Keine Schaufel, kein Meier, kein Bombos, keine andere Geschichten. Um deine Sachen noch zu setzen, ich hätte dann gesagt, dann wäre ich nach Bombos abgehauen. Dann wäre ich gar nicht bis Twinex durch. Aber wir haben den Spiegel, das heißt Go-Mode für Densen. Kowal eine gute Minute hinten dran, wenn überhaupt so viel. Es ist nur ein bisschen Bosskampf und dann war es das schon. Das heißt also, es wird die Execution-Schlacht sein. Es wird der Spieler heute gewinnen, der besser ist, der weniger Fehler macht und das bisschen Glück noch hat für den Gens Tower Big Key. Ja, das... Der Gens Tower Big Key, das Gens Tower Routing wird nochmal so ein bisschen reinspielen. Wir haben jetzt hier schon einen kleinen Unterschied gesehen. Der Bosskampf bei Kowal in der zweiten Phase etwas unangenehmer gewesen. Hat da so ein paar Sekunden verloren gehabt. Und es hat sich gefühlt immer so leicht durch den Seed gezogen. Also überwiegend Densen immer mit so etwas saubereren Räumen. Von daher die Tendenz, die sich zumindest nach der zumindest heute aussieht, hat hier Densen tatsächlich auch Execution, den leichten Vorteil, und das ist natürlich nicht die Situation, in der Kowal jetzt gerade sein möchte. Ja, aber wir haben es ja gesagt, der GT Big Key, der kann nochmal einiges rausnehmen. Ich kenne jetzt natürlich jetzt nicht von beiden, sondern ihre bevorzugte Route, sollte aber der eine und der andere, vor allem am Anfang von Gens Tower schon die Unterschiede laufen, dann sind das locker 30 Sekunden, es könnten locker eine Minute bis eineinhalb sein, es könnten aber auch locker 3 Minuten werden. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie weit die Gens Tower agieren werden, von beiden Seiten aus. Wie gesagt, Densen auf jeden Fall mit dem Vorteil, er könnte sich auch ein Unglück in Gens Tower mit dem Bikini noch ein bisschen leisten, er könnte sich auch ein bisschen Pech einspielen, ansonsten hat er hier die Karten in der Hand, um es runterzuspielen, als der, der gleich zuerst Gens Tower betreten wird. Und dann in Gens Tower beginnen natürlich auch da wieder so ein bisschen die Mind Games. Es gibt so zwei, drei Standardrouten. Und dann gibt es halt eben die eine Route, die in 99% der Fälle einfach nur extrem dumm ist. Aber wenn sie klappt, dann klappt sie richtig. Wenn es noch klappt, und bevor gleich die Gens Tower hochgehen, wir haben die Silvers noch auf Floating Island. Beide werden wahrscheinlich Wastetime ab und zu mal aufhaben, zumindest bei der Anzahl an Spielminuten, die wir auf dem Tacho haben. Da hätte ich mit Sicherheit mal reingeguckt und gesagt, okay, ich spare mir gleich einfach eine ganze Menge Stress, wenn mein Gegner schon längst durch ist, weil er nicht last located. Also beide werden mit Sicherheit gleich einmal kurz nochmal in Wastetime reingucken und beide werden sehen, 1,40, da ist keiner durch. Damit muss man schon ausgehen, dass der Gegner eventuell auch irgendwas vergurkt hat. Nimmst du trotzdem die Silvers vielleicht noch mit? Nimmst du die Sicherheit mit? Willst du den Gennenkampf möglichst einfach gestalten? Wir werden es gleich sehen, wie sich gleich beide dazu entscheiden werden. Densen nimmt auf jeden Fall noch die Kisten mit, kriegt noch das eine oder andere Herz raus. Ich denke mal, die Idee wäre vielleicht Half Magic, vielleicht nochmal ein Mail-Upgrade oder eben nochmal das letzte Schwert. Viel mehr können wir ja auch nicht Spannendes finden. Das ist sowieso schon die Frage, wenn man weiß, wo die Silvers sind, warum tatsächlich noch die Truhen aufmachen, und Half Magic wäre, glaube ich, der einzige Grund, den ich tatsächlich bei beiden Runnern noch sehen könnte, dass sie dafür Truhen machen, aufmachen würden. Speziell für Densen, der halt meines Wissens nach keine Safety mehr in den Flaschen hat. Und da wäre Half Magic zu haben natürlich nochmal auf jeden Fall angenehmer. Mhm. Aber es wäre für mich auch ein Grund zu sagen, dass Densen sich auf jeden Fall die Silvers holt, eben weil er keine Reserve hat. Oder er geht nochmal extra Potions holen. In dem Fall würde ich, glaube ich, einfach die Silvers holen. Ja, wir können sagen, Densen hat einen zeitlichen Vorteil. Wir sind immer noch auf den guten 1,5 Minuten. Die Silvers würde ich als ungefähr plus minus null begutachten. Wenn man Gennen und Gennens Tower sauber spielt, wird man die Silvers nicht wirklich benötigen. Ansonsten tun sie nicht weh mitzunehmen. Ich glaube, ne, ich würde sie allein schon gerade nach so einem langen Seed mitnehmen, einfach um diese Sicherheit zu haben, weil es macht doch alles wesentlich. Gennens Tower, Big Guessing Game, 1 bis 22. Da war ja was. Wer mitraten möchte, wie lange wir vielleicht noch in Gens Tower rumrennen dürfen oder müssen, der kann gerne mitraten. GP-Schiff für Green Pendant. 1 bis 22 einfach in den Chat. Wir werden nachher mit Sicherheit nicht groß durchgucken können, wer hier gewinnt oder auch nicht in dem Spielchen. Das war leider komplett verflötet. Sieht nach Potions aus, aber... Ja, das könnte dann dafür sprechen, dass Denzel vielleicht die Silvers vorhat, liegen zu lassen. Ansonsten eine Potion mitnehmen ist auf jeden Fall nie verkehrt.
Aber es sind 20 Sekunden und wir sehen, Kowal kommt damit noch mal ein paar Sekündchen näher ran. Ja. Nimmt er die Silvers mit, werden beide gleichzeitig in Gannens Tower sein. Klar, dafür hat man aber den Vorteil wiederum bei Gannon. Phase 4 spart man sich die 20, 30 Sekündchen. Also das ja. ist jetzt eben so die Frage, wie entscheiden sich beide, was nehmen beide noch mit? Und wir bleiben dabei, es wird ja Big King gleich entscheiden und die Execution. Wer macht weniger Fehler? Wer setzt sich am Ende noch nach über einer Stunde 45 gleich in den letzten Dungeon-Räumen nochmal mit den meisten Konzentrationen richtig durch? Ich glaube, die Silvers mitzunehmen wäre hier die richtige Entscheidung. Mit Half-Magic könnte man sie wahrscheinlich gut Trost auch liegen lassen. Ohne Half-Magic wird nur eine Potion, würde ich sagen, für die meisten Runner, wenn sie nicht absolut zuversichtlich in ihren absoluten GT-Execution sind, wäre es wahrscheinlich gut, sie dabei zu haben. Einfach um schon das Magie-Management weniger zum Problem werden zu lassen. Ich habe es letztens schon mal durchgetimt. Also tatsächlich waren es wirklich nicht so viele Sekunden hier auf Floating Island. Man kann danach kurz einmal hin und her spiegeln und ist in der Dark World, springt wieder runter. Es waren nicht mal 30 Sekunden. Also allein Gannon-Phase 4 ist das fast wert. Denson lässt sie liegen. Es ist keine an der Stelle wahrscheinlich spielentscheidende Entscheidung. Es sind wahrscheinlich aber 10, 15, 20 Sekunden und eine Menge Sicherheit, die man maximal gewinnt. Genau, also ne, wenn sich Denson jetzt hier eben gegen die Silvers entscheidet, dann muss er jetzt halt mit seinem GT aber auch zeigen, dass es die richtige Entscheidung ist. Und das könnte eben Kowals anderer vielleicht letzte Hoffnung eben sein in GT. Dass er hier neben einem vielleicht besseren Routing dann eben dadurch halt eben Zeitverluste vermeidet. Da ist deine Schaufel und wir haben den Small Key. Denson geht rechts weiter. Dementsprechend wird Kowal, wenn er Dark Magician spielt, vielleicht links den Big Key findet, einen Vorteil haben. Wenn er Dark Magician spielt und der Big Key ist rechts, hat Denson einen Vorteil. Ist er weiter links oder sonst wo, dann wird es sich wieder ausgleichen. Also das hier wahrscheinlich jetzt nicht negativ zu spielen. Geht sogar südlich von den Spikes lang. Selten gesehen. Nicht mehr sauber. Und da kommt jetzt ein bisschen die Konzentration durch. Ist man noch konzentriert? Jetzt kommen nämlich auch schon eventuell die Magieprobleme früh rein. Er hat jetzt genau eine Potion, die er aber eventuell bald benutzen muss, weil wir brauchen noch so ein bisschen Magie an der einen oder anderen Stelle. Denson lässt hier auch einen Small Magic Drop gerade liegen. Schauen wir mal, was 3 bis 6 haben. Er muss an der Stelle auch den Small Key mitnehmen. Es wäre riskant, ihn nicht mitzunehmen. Er hat noch keine Übersicht. Kowal geht für die Silvers. Wir werden also nachher, wenn wir noch zeitnah beim Gannon-Kampf hineinkommen, müssen wir im Hinterkopf haben, Kowal wird in Phase 4 definitiv Zeit gut machen. Also wenn beide gleichzeitig bei Gannon reinfallen, ist es Kowals Vorteil. Zeitunterschied sind 30, 40 Sekunden, eventuell ein bisschen mehr. Für die Silvers, also, guck auf die Zeit, die Silvers kosten kaum 20, 25 Sekunden. Also ich meine, also, in Gannons, Gannons vierte Phase, also wenn du wenn du da nicht deine Triples Silver deine lässt, vier einhaust, Triples, ja. Das ist also, die Silvers werden definitiv hier Kowal Zeit sparen. Ich gehe nicht davon aus, weil ich hier einen perfekten NMG-Gen-Kampf sehen werden. Und dann sind das eben halt schon nur an die 30, vielleicht sogar 40 Sekunden, wenn noch ein bisschen mehr schief geht, weil eben die Magie knapp ist. Ne? Und Denson lässt wirklich alles an Magie liegen, was man hier aufsammeln könnte. Genau, ne? Im Gannons Tower, das Gauntlet, all das braucht noch Wege, es zu machen. Und da kann extra Magie durchaus Zeit sparen, wenn man sie zur Verfügung hat. So, kleine Änderungen hier. Wir sehen auf jeden Fall, Kowal geht über die Dark Magician Route, geht also die linke Seite, nimmt die Small Keys mit, wird gleich vermutlich rausspiegeln, dann die rechte Seite spielen. Das wäre Vorteil Denson. Auf der anderen Seite könnte Kowal mit den ganzen gefundenen Small Keys auch auf Tileboom spielen. Wenn Kowal also sagt, ich habe hier keine große Hoffnung, jetzt nochmal so ein Tileboom-Spiel, das würde eigentlich den Sieg für Kowal fast schon bedeuten, mit den Silvers und einem Vorsprung. Bleibt abzuwarten. Ja, besiegt die Gegner aber auf jeden Fall. Ein Anzeichen dafür durchzugehen, Fragezeichen. Random Doom Rush. Und das wäre wiederum jetzt ein Vorteil, wenn jetzt also die Rechtsseite nicht spielen muss, definitiv Kowal wieder aufgeholt. Und dann der Silvers-Vorteil, eventuell zum Ende hin im Gannon-Kampf noch eine entschiedene Entscheidung. Es ist ja bei weitem nicht durch.
Das anderer kleiner Nachteil. Sich weiß aber rächen, wenn genau das passiert, was jetzt gerade ansteht und der Big Key wahrscheinlich, ja, muss man einfach noch ein Fragezeichen hintersetzen, hinter Eis Amos ist. Jetzt in Wendowash geht da links durch, das weißt du nicht. Ja, das ist halt die Frage. Aber wir haben jetzt gleich Eis Amos und ich muss sagen, wir haben halt keine Silvers mit Densen, das heißt also 18 Pfeile runter. Sollte irgendwas jetzt schief laufen, könnten die Pfeile auch wieder knapp werden. Ja. Und das wäre halt eben vielleicht so ein weiterer Grund, eben die Silvers, wenn du weißt, dass sie da liegen, mitzunehmen. Denn du weißt nie genau, und dann lässt hier wieder Magie liegen. Du weißt halt nie, was du in GT noch machen musst. Und wir werden die Eis-Amos sehen. Das heißt also, da wird, wenn Kovac auch Eis-Amos spielen muss, wenn es nicht irgendwie noch der Hinterhof ist oder sonst was Lustiges, definitiv noch mal ein bisschen Zeit gut machen. Denn allein hier sind die Silvers schon sehr angenehm. Densen trifft den einen nicht, damit wird das ganze Karussell jetzt hier etwas unangenehmer. Verschießt die Pfeile. Ich will es jetzt hier nicht prophezeien, aber das ist nicht gut. Ist noch in Ordnung. Wir brauchen jetzt auch nicht so viele. Wir finden nachher nochmal 5 Pfeile. Wir haben eine Schaufel, wir könnten buddeln. Aber jeder verschossene Pfeil tut langsam weh. Wir brauchen mindestens 4. Wir haben 5. Und vor allem natürlich all die Sekunden, die Densen jetzt gerade verloren hat, einfach um hier durchzukommen. Kovac geht übrigens weiter. Das heißt also, Kovac geht das durch. Es ist aber Teilwurm. Eieieiei. Ja. Immerhin, gut für Densen, hat jetzt die Half-Magic gefunden. Densen geht raus zum Schaufeln oder was? Die Pfeile reichen noch. Das Schaufeln ist jetzt nicht nötig, aber die 10 Pfeile, die sofort kommen. Oh Gott. Also alle, die 22 getappt haben, Glückwunsch schon mal dafür. Die Liste durchzugehen, springt gerade meine Konzentration. Denn Kovac hier mit dem schnellen Eis-Amos-Kampf wird danach nicht Teilwurm spielen, sondern sehr wahrscheinlich erstmal durchgehen. Muss danach nochmal zurück nach Teilwurm. Das sind also nicht mal 40 Sekunden, 50 auseinander sehr wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen mehr. Wir Teufel tun das jetzt noch hochrechnen. Und dann kommt es jetzt auf die Execution an. Gannon, Phase 4. Wir haben es gesagt, wir haben einen Silvers-Unterschied. Das heißt also, Kovac wird in Phase 4 schneller sein als Densen. Wie viel Vorsprung wird Densen zur Phase 4 haben? Das ist der Unterschied. Darauf müssen wir natürlich auch aufpassen. Und Kovac hat das Cape draußen. Ja. Boah. Kovac. Ja, das wird ein Führungswechsel. Allein mit den Silvers. Ja. Nicht spielerisch, aber... Aber die Silvers, Kovac geht auf Teilwurm, Kovac lässt die 4 Truhen aus und holt damit auf jeden Fall genug Zeit. Jetzt muss Densen im Climb wirklich abliefern, wenn er das Ding hier noch holen möchte. Er hat den Nachteil ohne Silvers. Er hat die Half-Magic bekommen, das heißt, er kann jetzt hier wieder mehr mit dem Fire Rod arbeiten, das ist auf jeden Fall nochmal hilfreich, aber er wird jetzt hier eben auch 8 Pfeile brauchen statt 4 für die Mimics. Ich gehe immer davon aus, dass die Silvers, die mitzunehmen, wären wir gleich auf gewesen. Jetzt sind die Silvers gerade einfach fehlerhaft, dass sie nicht dabei sind. Das wird schwierig, da müssen wir am Ende drauf gucken. Wenn jemand noch Fragen hat im Sinne von, oh Gott, man könnte ja sehen, dass der Teilwurm oder da nichts ist, das ist übrigens einer der Gründe, 10 Minuten Delay, es gibt keine Option, dass das irgendwie gesehen werden konnte von irgendjemandem vorher, beide Spieler eben keine Chancen da irgendwas abzugucken, um sowas noch irgendwie zu spielen. Wir machen kurz die Karte auf und vergewissern uns, wir sind in Gens Tower, die Zeit haben wir noch gehabt. Und sind ein paar Räume weiter vorne. Und jetzt geht es wirklich darum, wie spielt man jeden Raum. Jede Sekunde in jedem Raum addiert sich am Ende auf. Und wir sind nur 3 Räume auseinander. Der Firewall hat leider nicht connected. Backup-Strategie war aber sinnvoll. Densen hat noch eine Blue Potion. Könnte also am Ende irgendwie nochmal nach Lan Molas sagen, ich nehme sie mit dem Firewall und lade sie irgendwann wieder auf. Kovac auch mit dem Firewall verschießt ja mal ein bisschen mehr. Ja. Hier vor allem hat ein paar Sekunden liegen lassen. Kovac mit den Silvers kann sich bei Lando 2 auf jeden Fall die Magie sparen und kann da dann. Gegner RNG gerade auch nicht auf Kovals Seite, die laufen immer nach oben durch. Sehr guter Lando 2 hier von Densen.
Ach, wir haben übrigens im Turnier die Regel, alles unterhalb von 2 Sekunden würde als unentschieden gewertet. Das wäre sehr ungünstig eigentlich. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen. Ich hatte es schon in meinem Hinterkopf, aber ich wollte es nicht ansprechen. Ich spreche es gerade nur mal an, weil ich es gerade im Kopf habe. Okay, aber wir gucken also, was passiert. Wir haben die Silvers bei Koval. Das heißt also, Lamelas ist einfacher. Hat ein bisschen Glück, der zweite ist fast abgetaucht. Ja. Das ist mir nur gerade eingefallen. Densens Magie reicht auf jeden Fall für die Räume hier aus. Das heißt also, geht hier über die Lampe, wird im nächsten Raum dafür die Magic mitnehmen, wird also seinen Vorsprung weiter behalten. Ist aber quasi auf der gleichen Etage hier in Gens Tower. Densens nimmt die Magie mit. Werden noch oben nichts mehr groß öffnen müssen. Also die Truhen zu öffnen wäre jetzt überhaupt gar kein Vorteil mehr. Es sei denn, man fühlt sich bei Gen in Phase 1 und 2 mit einem Buttersword deutlich wohler. Koval lässt aber einen Cycle aus. Also das nur ganz kurz. Das ist alles addiert. Alles ein paar Sekündchen, die hier alle am Ende des Tages spielentscheidend sein könnten. Ja. Wenn man genug unentschieden gespielt hat, weiß man das mittlerweile. Über jede Kleinigkeit ärgerst du dich hinterher und sagst, hätte ich in dem Raum doch mal. Und wieso habe ich denn hier nicht? Densen lässt hier alles liegen, nimmt die Magie also auch nicht mit. Fühlt sich sicher genug mit einer Dreiviertelleiste. Jetzt kommen wir zu tatsächlich fast schon entscheidendem Moldom-Zweikampf. Glücklich connected hinterm Schwanz. War glaube ich, knapp. Der Spin hat genau ausgereicht. Also das war jetzt super clean, die letzten drei Räume. Alles liegen lassen, was zu viel kostet, zu viel Gewicht hat. Muss also Koval wieder nachlegen. Agat 2. Unterschied Agat von einem 2-Cycle, 3-Cycle zu einem 4- oder 5-Cycle. Ja. Auch hier sehen wir gerade Koval mit der Magie und Co. 2-3 Sekündchen langsamer. Das kann alles spannend werden, kann alles wichtig werden. Agat 2 mit keinem schönen Pattern, keine Probleme bei Moldom 2. Das zweite war auch nicht schön, aber dann Double. Das könnte so ein Triple werden, das eventuell ausreicht. Nein, Blue Ball. Einer fehlt noch, nimmt man einfach den Erstbesten, der kommt. Und das Thema ist durch. Vier Cycler, dem Setup schwierig besser zu spielen. Kannst du nicht besser machen. Ja, sehr, sehr schwierig. Da musst du schon wirklich den Kampf so gut ausgeguckt haben, dass du genau weißt, wie du jedes RNG dann bearbeiten musst. Aber, wir haben es gesagt, wir haben immer noch die Silvers gegen keine Silvers. Phase 1 gerade den ersten komplett, ja. Also wir haben 4-Cycle, die im Raum stehen für Densen. Single im zweiten. Also Koval hat jetzt hier schon 2 Treffer hinten dran im Vergleich zu Densen. Das können wichtige Sekunden sein für Densen. Das können sehr wichtige Sekunden sein. Das wird auf jeden Fall ein Cycle, den wir mehr brauchen. Nicht vergessen, wir haben hier vom Schwert her das Tempered. Man kann das als One-Cycle spielen, das kann aber auch schief gehen. Wir werden gucken, wie Densen hier durchkommt. Densen kriegt nicht den One. Geht aber gleich aufs Cape. Ja. Kommt damit auf jeden Fall durch mit einem 1-1-2. Also es ist in Ordnung. Keine Zeit hier verloren. Nennen wir es so, wie es ist. Also jetzt irgendwie nochmal den Torchlitch zu verhauen, wäre unangenehm. Jetzt gleich irgendwie runterzufallen, zu sterben, das wäre natürlich der Super-GAU für beide Spieler. Koval droppt jetzt rein zu Gen. Sind nicht viele Sekunden. Das nachzuzählen ist eigentlich nur eine Frage davon, mit wie gut klappt es mit Silvers. 12 Spins für Densen, 4 Silver jetzt gleich für Koval. Oh, Gen stellt sich fies hin. Ja, aber es klappt, kein Problem. Und jetzt ist die Frage, 12 Spins. Koval hat übrigens einen Cycle verhauen oben, musste also den zweiten Cycle gehen. Das kostet Zeit. Densen fällt jetzt zum Glück nicht runter. Magie wird aber dafür knapper, muss die Potion gleich noch nehmen. Auch das kostet Zeit. Potion zu schlucken. Kriegt hier nicht das Triple rein. Nee, hier auch nicht. Ja, und jedes Triple, das Densen verpasst, das kann ärgerlich werden, denn Koval. Ja, ich meine, Densen schafft nur noch 2 Triples, dann ist er auf 6 kommt und danach die Doubles, dann ist er auf 12. Also das ist jetzt einfach eine Frage davon. Wie gut klappen die Silver-Hits jetzt? Da ist die Blue Potion, das kostet die Zeit. Densen braucht noch 3 Hits. Und Gannon springt hier nicht, also wir gehen hier direkt weiter in die nächste Phase. Und damit muss Densen nochmal die Fackel anzünden, während Koval jetzt nur die 4 Silvers braucht. Das wird ein Single. Das ist jetzt die Fackel, die Densen anzünden muss. Ja, und das kann vielleicht der Unterschied sein. Es ist aber nicht der Unterschied, denn das reicht für ein Foto-Finish. Aber mit mehr als 2 Sekunden, die Densen das Spiel 2 hier für sich entscheiden wird. Sollte nicht aus irgendeinem Grund irgendwas ganz doll schief laufen und wir das hinterher nochmal nachgucken müssen.
Aber das sollten mehr als 2 Sekunden sein. GG's auf jeden Fall für dieses Finale. Mehr als 2 Sekunden sein. Offizielle Racetime-Zeiten sind angegeben mit 1:55:43 für Denson und 1:55:49 für Kowal. GG. Das war der eine Cycle bei Agar 2, das war vielleicht das eine hier und da. Und das sind eben die Geschichten, die zu einem Unentschieden, zu einem knappen Sieg, einer knappen Niederlage liegen. Also das wird sehr wahrscheinlich nicht mehr geretimed. Wir waren dabei, wir haben es gesehen und die Zeiten sehen mehr als verifiziert aus. Also was für ein Spiel. Also ich habe auch mit dem Auge grob mehr als 3 Sekunden Unterschied gezählt. Also das werden nicht unter 2 sein, selbst wenn wir da noch genau retimen. Dementsprechend sollte der Sieg hier für Denson auch absolut sicher sein. Aber ja, es war Agar 2, hat Denson absolut sauber gespielt, kann hier die Vorentscheidung gewesen sein. Ne? So viele kleine Stellen, einmal extra verflötet, hätte den Unterschied hier machen können. Aber am Ende haben wir hier einen Sieger und Und haben wir auch unsere beiden Runner dann hier. GG. Wie froh seid ihr, dass 10 Minuten dazwischen liegen? Jetzt ganz kurz, das ist die spannendste Frage zuerst. Also ich habe jetzt gerade wirklich eine Pause gebraucht. Ja. Ich habe wirklich eine Pause gebraucht. Das war nichts für meine Nerven. Oh ja, also die haben wir nicht, um das mal ganz kurz auszudrücken, sorry dafür, das jetzt gerade anzugucken. Wir hätten natürlich irgendwo schon mal reingucken können für Ergebnisse und Code, was macht man nicht, was haben wir davon, ist nicht so spannend. Das war ein Herzschlagfinale, was für ein Seed. Fireward in Hera Basement, ihr habt es beide last located, das schon mal vorwegzunehmen. Lasst eure Gefühle kurz raus, ich suche meine Worte gerade. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, also ich muss sagen, ich habe mich zu jedem Zeitpunkt so weit hinten gefühlt. Also ich habe gedacht, also ich habe jede Entscheidung, die ich getroffen habe, war einfach für die Cuts. Es war eine Katastrophe. Dann der Firerod Last Location in Hera Basement war so schlimm. Ich war kurz davor in Turtle Rock, als ich das Bomboss bekommen habe, rauszugehen und einfach Maya zu machen, weil ich gedacht habe, dann ist da der Mirror. Weil ich so weit hinten war, habe ich gedacht, mache ich irgendwie was Komisches, weil ich sonst keine Chance mehr habe. Aber dass es dann am Ende so ein Foto-Finish wird. Also, Kova, fettestes GG. Wir haben, glaube ich, beide reingeschissen. Und dann ist es einfach nur ein bisschen Glück am Ende. Ja, also wilder Seed hat, also wirklich, mein Gefühl war, ich bin so weit hinten. Aber wahrscheinlich bei Kova auch, ne? Ja, wir hatten gesehen gehabt, dass du ja in Eastern gestorben warst im Darkroom. Und das ist natürlich, das ist nach 15 Minuten, ist man mental schon wieder an einem Punkt. Oh, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann zieht schon der ganze Seed an einem vorbei. Und da haben wir auch gesagt, wenn irgendwo nachher Skips kommen aus deiner Perspektive, dann wird es mit Sicherheit noch ein bisschen der Hintergedanke an dieses Eastern Palace Play sein. Und der Unterschied war ein bisschen, Kowal hatte die Boots sehr viel früher. Wir hatten die Dark World-Entscheidung, ob man jetzt in Village of Outcast in die Dark World geht oder in Hype Cave. Kowal in Hype Cave fehlt den Hookshot, spielt sofort den Berg. Relativ früh die Boots, konnte aber ohne Feuerquelle halt auch nicht in Hera Base mit rein. Bei dir, Denson, war es genau andersrum. Du läufst also den ganzen Weg bis nach Desert, bis nach Palace of Darkness, bekommst dort dann eben schon mal die Lampe und alles, was so ein bisschen logisch dir das Spiel noch geben möchte. Hast dadurch die Boots ein bisschen später, hattest die Feuerquelle und das war dann die Chance, Hera Basement zu spielen. Aber ich denke mal, es ging wahrscheinlich darauf aus, Eastern Palace, du wolltest es kippen. Ja, das war schon der Moment, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht noch solche Checks machen. Hm. Also sonst habe ich keine Chance mehr. Und ich wollte am Anfang unbedingt das Buch irgendwie brauchen. Weil ich habe das ja so früh bekommen, weil ich ja Hyrule Castle gespielt habe. Und habe gedacht, ey komm, wenn ich den Scheiß jetzt mache am Anfang mit Hyrule Castle, will ich das Buch auch für irgendwas brauchen. Deswegen bin ich ja auch so früh in Deserts irgendwie. Und habe gedacht, komm, wenn da jetzt was liegt, dann ist es ein super Vorteil. Aber ach, und dann, ja, das Buch hat mich genervt. Ja, ihr seid beide dem Buch nachgelaufen, was auch verständlich ist, denn Desert Palace als Pendant, du willst zum Boss nicht durch, wenn es nicht bootslocked ist, wen juckt's? Also ihr wart dann wirklich am Anfang relativ ähnlich unterwegs gewesen, die gleichen Checks gemacht und es war das ganze Race über super spannend. Die Boots haben es dann wirklich ein bisschen differenziert. Wir waren dann hier und großer Vorteil Korval, mit die Boots kann ein bisschen schneller laufen. Was aber Rahlen gesagt hat durch den Seed durch, die Execution war heute bei Denson bei dir ein bisschen stärker und dementsprechend war es dann immer ausgeglichen. Also ihr seid dann ähnlich nach Hera und wir haben bei beiden Gesichtern gesehen, ihr wärt gerne woanders gewesen gerade, aber das macht es eben auch so spannend. Also in einem 1 gegen 1,
du weißt nicht, was der Gegner macht. Der macht am Ende den gleichen Käse wie du. Der hat einfach auf die gleiche Last Location aus Gründen. Und wir haben es dann gesagt, ihr habt kaum Differenzen, die ihr noch spielen könnt. Es wäre das Bombos gewesen. Aber ihr habt euch beide für das Gleiche entschieden, was auch beides alles richtig war. Aber am Ende war es eben eine kurze Foto-Finish-Entscheidung. Ja. GT Big hier auf Teilwurm. Kowal spielt noch drauf. Also, wenn ihr das gesehen habt oder nicht, also das war ja, du warst zuerst in GT, machst da nichts falsch. Und Kowal macht's aber noch richtiger. Und oh Gott, das war ja. Ach, hast du sofort Teilwurm gespielt, Kowal? Er ist links durch und ist dann zu Teilwurm und hat rechts noch durch. Also es waren 20, 30 Sekunden und die hätten aber am Ende des Tages alles noch ein bisschen mehr auseinandersetzen können. Also wenn du jetzt bei Gen mit einer Minute Vorsprung reingedroppt wärst, da hätten wir gesagt, das solltest du gewinnen. Ohne Frage. Mhm. Aber eben dadurch, dass es alles so knapp noch wurde, wussten wir ganz genau, es kommt am Ende drauf an. Ein vergeigter Torch-Glitch, ein vergeigter Triple- oder Double-Hit bei Gannon. Das gleiche auch bei Kowal. Hätte da irgendwie der Double oder der Triple gesessen von den Silvers. Uiuiui. Ach, Silver. Da habe ich überlegt. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich die mitnehme, als ich nach GT gegangen bin. Ob ich kurz da reingehe und die mitnehme. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob es besser ist oder nicht. Nee, ich habe es dann gelassen. Wir haben ein bisschen drüber diskutiert. Ich glaube, Ralen, du warst der Meinung, dass es nichts ausmacht, wenn man wirklich einen perfekten Ganon spielt? Ja, wenn man einen sehr guten Climb spielt und einen sehr guten Ganon, dann kann man die Silvers liegen lassen. Dann sollte sich das zeitlich einigermaßen null ausgehen. Wenn man keinen guten Ganon spielt oder keinen guten GT, dann lohnt es sich schon, die Silvers abzuholen. Ja. Ice Amos zum Beispiel auch noch. Also ich hatte die gleiche Situation aber allein Silvers gegen Non-Silvers. Du hättest keine Pfeile buddeln brauchen, du hättest ja noch 5 Stück gehabt. Das hätte gereicht wahrscheinlich. Auch das war super glücklich. Wenn da keine Pfeile gekommen beim Buddeln, hättest du weiter gebuddelt. Ja, wie lange? 6 Sekunden. Wow. Also da haben einige Leute schon mal eine halbe Ewigkeit gebuddelt für ein paar Pfeile. Also das wäre natürlich auch nochmal so ein super GAU gewesen, also, anhand des Buddelns zu verlieren. Da hatten wir hier auch schon im Restream-Runner, die haben wirklich komplett Dark Death Mountain umgegraben und haben keine Pfeile gefunden. Mussten spiegeln wieder zurück, um wieder weiterbuddeln zu können. Ja, das ist okay. Minuten. Ich glaube, bei mir war es der dritte Ding, glaube ich. Ja. Oder so. Zweite oder dritte. Ja. Also wären es 5 mehr geworden, unentschieden oder wenn nicht sogar verloren. Also es waren wirklich, und das ist bei solchen knappen Rennen aber immer das Ding, auch auf der anderen Seite Kowal weiß genauso, hätte eine Kleinigkeit besser funktioniert, wäre es die eine Geschichte gewesen. Wir haben es auch alleine in den letzten 2-3 Minuten schon gesehen. Es war vielleicht am Ende der eine Cycle bei Agar 2, es war vielleicht der erste Cycle beim Ganon-Kampf. Das kostet am Ende ein paar Sekunden und über solche Spiele hinterher kann man an jeder Ecke die Stellschrauben finden, wo man sagt, hätte man oder wäre vielleicht. Es war trotzdem unfassbar spannend. Es war ein unfassbar gutes Rennen. Es hat Spaß gemacht zuzugucken und zu kommentieren. Und wow, danke und GGs nochmal an euch beide dafür. Ja, GG auch an dich, Kowal. Also wirklich, das ist natürlich auch super frustrierend jetzt die paar Sekunden. Aber ja, es geht eigentlich tatsächlich. Weil als ich den Big Key rausgeholt habe und ich habe halt immer wieder auf Racetime geguckt, habe gesagt, warum ist dieser Trottel noch nicht durch? Das gibt's doch nicht. Und dann der Lucky Hit bei den Landmollers, wo ich dann auch sage, ich gucke immer wieder auf diesen scheiß Racetime und irgendwann ging einfach nur noch die Pumpe. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, das kann doch nicht wahr sein. Und da ging dann tatsächlich einfach die Konzentration flöten. Da hat es auch noch während dem Climb nicht so sauber funktioniert. Ist halt so. Mein Gott, passiert. Ja. Ey, also da wirklich großen Respekt an euch beide. Das war eine unfassbar starke Show. Wir haben schon gesagt, es würde eventuell ein Spiel 3 geben. Das fällt damit leider aus. 2-0 setzt sich Densen durch als Zweiter in der Gruppe. Darf damit oder muss damit, je nachdem, wie du es empfindest, nochmal exakt 5 weitere Spiele in der nächsten Gruppenphase spielen. Wir haben ja durch die Rekordteilnehmerzahl in diesem Jahr, mussten wir ein bisschen was umbasteln, damit das irgendwo auch wieder Sinn macht, das Turnier weiterzuspielen und nicht nur diese erste paar Runden zu spielen. Das heißt also 5 weitere Spiele, Densen. Ist die Motivation jetzt noch erst recht größer geworden oder macht sich so ein bisschen dieses Turnier 3 Wochen, das war intensiv, merkt man schon, es geht in die Knochen? Also ich find's erstmal mega spaßig. Das habe ich ja so auch noch nicht gemacht. Ich finde das super spaßig und ich freue mich, dass ich weitere Games machen kann. Jetzt glaube ich, bin ich aber wirklich weniger erfahren als die meisten, vor allem mit den anderen Modi, die kommen. Also ich
Ja, das war mein Ziel, die Gruppenphase irgendwie zu überstehen. Ich habe alles schon erreicht, was ich wollte. Und jetzt einfach nur ein bisschen Glück haben vielleicht in den anderen Modi und da meine Erfahrung sammeln. Aber da bin ich wirklich unerfahren bei den ganzen anderen Spielmodi, die kommen. Jetzt also in den kommenden Tagen nochmal die, ich nenne sie Densen Dailies, mit ein paar neuen Modi-Twists noch dazu geben. 100%, 100%. Sehr schön. Da auf jeden Fall die Augen offen halten. Jetzt zu der Auslösung von der Gruppenphase kommen wir jetzt gleich noch mehr oder weniger am Anschluss. Ich weiß gar nicht, andere sind glaube ich schon irgendwo auf heißen Kohlen am Sitzen. Sieht zumindest so aus, ob sie sich langsam vorbereiten. Kowal, für dich natürlich, für alle, die ausgeschieden sind, die Einladung in einem kleinen Rival Cup. Wir nennen es so ein bisschen dieses zweite Turnier, wo die ausgeschieden sind, also alle 48, gerne nochmal teilnehmen dürfen. Sollte es irgendwelche Leute geben, die gerade auch zugucken und jetzt ein bisschen neu dabei sein, dieser Rival Cup bezieht sich als Art Anfängerturnier auf die neuen Spieler. Wer also gerne mitmachen möchte, darf das super gern tun. Wir wollen damit nur so ein bisschen ausschließen, dass da so die alten Experten und die alten Hasen sich anmelden, die das deutsche Turnier sausen lassen, dementsprechend die Voraussetzungen leider ausgeschieden zu sein oder eben nachweislich neu dabei zu sein, dann darf man an diesem Turnier teilnehmen. Die Details dazu gibt es auch gleich und heute Abend noch. Da schon mal sorry für den Ping. Und dementsprechend gibt es also die nächsten Wochen hier weiterhin sowohl mit Densen, mit den anderen 47 noch in dem deutschen Turnier auf dem Weg in den Einzug in die Top 24 in die Brackets, aber auch nochmal unser zweites Turnier, was wir parallel noch begutachten dürfen, den Rivals Cup. Also dafür, Kowal, wenn du also noch Lust und Laune hast, du musst den Controller noch nicht weglegen und einsperren und einmotten lassen, sondern wenn du magst, darfst du natürlich gerne dran teilnehmen. Ja, schön. Nein. Oh, okay, ja, es ist, kann nee, ich verstehen. Das war tatsächlich so geplant, wenn ich jetzt aus dem Turnier ausscheide. Hm. Ich habe momentan in meinem Real Life noch ziemlich viel zu tun, noch ziemlich viel zu erledigen, das Turnier. Käme mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen ungelegen. Von daher, danke für die Einladung, aber wenn jemand von den anderen meinen Platz haben möchte, darf er den gerne haben. Ich werde mich jetzt so ein bisschen aus dem Rando ein bisschen pausieren, mal ein bisschen Kopf freikriegen, ein bisschen Real Life mal wieder geschehen lassen, weil sowas passiert immer relativ selten, wenn man streamt, und werde dann in den nächsten Turnieren, auch in den internationalen Turnieren nächstes Jahr wahrscheinlich wieder mit am Start sein, versuche mich anzumelden. Vielleicht finde ich ja für das komische, lustige Main Tournament oder Intervention oder wie die Dinge auch alle heißen, ja, dann noch ein Team zu finden und dann dementsprechend da wieder voll einzusteigen mit voller Kraft. Ja, der internationale Fahrplan. Ende März ist das Main Tournament. Densen, da sind richtig große Spiele. Es gibt Qualifier-Spiele mit bis zu 100 Teilnehmern, die alle den gleichen Seed spielen. Also das sind nur Qualifier, aber es ist super spannende Erfahrung. Du wirst mit Sicherheit irgendwo mal erfahren, dass das da stattfindet. Ob man daran teilnimmt, ist eine andere Frage. Die Liga, das ist Ende des Jahres wieder. Da muss man mal sehen. Kowal, ich kann super nachvollziehen, die Entscheidung. Das Turnier, wir haben es im Turnier auch wieder gesehen, gab einige Spieler sind rausgedroppt, haben sich dann abmelden müssen. Real Life geht vor. Spaß haben, wie Densen es sagt, das ist hier der Hauptgrund, warum wir teilnehmen. Und wenn man am Ende merkt, man hat daran gerade weniger Spaß oder es gibt andere Baustellen, die wichtiger sind, dann drücke ich dir die Daumen und wünsche dir alles Gute dafür, Kowal. Und wie du schon sagst, wenn du Lust und Laune hast, komm gerne wieder. Wir freuen uns auf jeden Fall für Leute, die, und wenn sie nur zum Turnier sich wieder anmelden und sagen, da bin ich wieder, da haben wir auch ein paar Kandidaten. Das ist immer ein sehr schönes Beisammensein, Zusammenkommen mit den Leuten. Macht mir einen Heidenspaß, da immer alle willkommen zu heißen. Und dementsprechend, Kowal, freut mich, sehr fair, sehr netter und sympathischer Spieler, und wir werden dich mit Sicherheit dann nochmal sehen. Ja, noch bin ich nicht ganz weg. Hin und wieder werde ich Kowal. Wahrscheinlich... Auf Wiedersehen, Kowal. Es hat Spaß gemacht mit dir. Dankeschön. Oh, wieder mal sehr freundlich. Nein, was ich sagen wollte, war eigentlich, dass ich hin und wieder zum Commentary sicherlich noch zur Verfügung stehe. Von daher, so hundertprozentig weg werde ich, glaube ich, von Rando nie mehr werden. Der hat sowas abgefahren. Von daher, aber selbst spielen erstmal. Erstmal Pause, erstmal Ruhe und dann schauen, wie es weitergeht. Gut, Rahlen, wollen wir hier aufräumen? Also das Problem ist, Rahlen und ich haben immer so die Fähigkeit, oder ich zumindest, wie es aussieht, heute alleine, solche Postgame-Interviews auf 6 Stunden zu ziehen. Dementsprechend gerne dürft ihr beide noch das letzte Wort haben. Oder Rahlen auch noch. Ich halte mich jetzt zurück. Ich habe mich schon extrem zurückgehalten, weil, wenn ich dann jetzt auch noch anfange, dann würden wir wahrscheinlich morgen noch nicht fertig sein. Aber wir haben ja nur eine Auslosung, die stattfinden soll. Von daher werde ich noch kurz meine 2 Worte los. Hat mir auf jeden Fall Freude gemacht, hier das Ganze zu kommentieren. Danke, Teto, dass du mal wieder dabei warst. Ist lange her, dass wir das letzte Mal dabei waren, und es war super Spiel dafür.
Vor allem auch noch danke an Nervendurch an dieser Stelle, der das Ganze getrackt hat hier und unsere Laberei hier oder direkt live noch vor allen anderen miterleben musste. Ja, und ansonsten würde ich dann wirklich die letzten Worte nochmal an Benson und Kova übergeben, wo wir dann rübergehen zur Auslosung. Ja, dann sag ich jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr das kommentiert habt. Eine super Kombo. Ich hoffe, dass das unterhaltsam war, aber das, so habe ich es rausgehört. Das war wohl sehr unterhaltsam und ich freue mich sehr auf das VOD im Nachhinein. Vielen, vielen Dank dafür und ich glaube, dass euer Commentary hat das ganze Game auch nochmal hart aufgewertet und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, also Ziel erfüllt auf jeden Fall, weil wir haben ein spannendes Race geliefert. Als wir das Spiel beendet haben, mal kurz reingeguckt. Wir haben tatsächlich die 1000 Viewer so zwischenzeitlich mal echt geknackt, so wie ich das gesehen habe, so kurz vor Beginn des Interviews. Also dafür, hey, gut ab. Es war spannend, jetzt lässt so ein bisschen bei mir das Adrenalin nach. Das ist ein komisches Gefühl, nach wie vor. Natürlich danke an alle Beteiligten. Natürlich danke an euch beiden, die Legendary Commentary Duo, kann man schon fast sagen. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich in ein paar Monaten wieder, wenn ich wieder back on the roots dabei bin, wieder mit ALTTPR und OOTR. Bei beiden aktiv gerne dabei. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, gute Nacht. Jo, wunderbar. Also danke nochmal für die große Show und dann verabschieden wir uns für heute. Schönen Abend euch noch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.